Und damit herzlich willkommen bei den Götzen, wunderbar neuen Livestream. Wir machen heute ein bisschen Death Stranding weiter, ja. Und you see what I see? Wir stehen mit den fucking Leichen hier einfach. Ich weiß nicht, was passiert ist. Warum man nicht gespeichert hat. Ich hab keine Ahnung, ne? Ich hab keine Ahnung. Warum nicht gespeichert wurde. Ja, ne? War circa zu sagen. Dann bringen wir noch die Leichen weg und fahren zurück und gucken, was wir Aufträge annehmen. Crazy, du redest auch da, genau. Ja, das Stranding hat es 18.06 Uhr und Mittwoch, den 25.08.2021. Ja, du hast recht, Leute, heute ist crazy gewesen. Also ich bin crazy, ja, natürlich auch. Ich habe echt viel geschafft. Du hast echt viel geschafft, es ist so. Naja. Aber dafür, dass ich dafür noch 6 Stunden TikTok geguckt habe nebenbei, gefühlt, habe ich für mein Pensum schon echt viel geschafft, ja. Ich habe 2 Kabelkanäle angeschraubt, wow, ja. Aber das sieht auch... Lass mich kurz gucken. Geil, einfach aus, ja. Die Kabel liegen auf dem Fußboden. Ich habe auch wieder... Ja, ich habe noch mehr gemacht, ja. Ich habe meine Kabel verlängert, zusammengelötet, das habe ich noch gemacht. Habe erstmal den Schreibtisch aufgebaut, alles zusammengesetzt, dass man daran arbeiten kann. Die Lampe, die angekommen ist, habe ich hingeschleppt, die aufgebaut, dass ich halt Licht am Arbeitsplatz habe, ne. Hab das ganze Zeug zum Löten, Alter, ich das lag überall verteilt, den ganzen Kartons halt, ne. Ewig erstmal gesucht, dann habe ich noch Netzwerkkabel neu verlegt, ich habe jetzt bestimmt 20 Meter schon wieder Netzwerkkabel verlegt, hier in den Raum rein. Ich habe jetzt, glaube ich, 3 Kabel reingelegt, 1 kommt noch rein, das muss dann hier an die Decke ran und bla. Ja, ne, crazy heute gewesen. Hallo, um was geht's? Wie viel ich heute geschafft hab? Ja? Kleiner Raphael, wie geht's dir denn heute so? Was hast du geschafft? I mean, ich hab heute, schon eine Wiener gegessen. Das ist zu wenig Senf. Mit Senf. Und ich hab ein paar Leute getötet im Death Stranding. Ups. Ein paar. Fremde aktivieren. Ich hab Schüler zu kaufen. Treff, schäme mich, Alter. Jetzt schon? Crazy, ja, hallo. Ich bin mir den mehr crazy angewöhnt. Wie schmeckt das einem Treff, ja? Ich hab den Treff auch gerade hier. Mit der besten, wie ich kenne. Oder ist den guten, oder? Den ich hier hab, der mir runtergefallen ist. Und durch noch, ich hab bestimmt 3 davon im Schrank gehabt oder so. Eine große Flasche da vorne, aber ein bisschen Spielwissen laut, habe ich das Gefühl, oder? Ja, wo ist das Problem? Inwiefern meinst du das? Welches Problem, Ralf? Ich wollte wissen, wie der Senf dir geschmeckt hat. Und dass man in die Basis geht und unser Baby wiederbeleben und sowas alles, ne? Für Senf ganz gut. Ich mag keinen Senf. Hm. Die Sache schon mal an sich. Aber wie soll ich ein Schokolades kaufen? Ralf, Alter, wir haben fucking August. 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 Da kauft man keinen Senf. Da kauft man keinen Spekulatius. Aber ich Senf gesagt, Alter. Hey, na und? Wer ist denn im August Spekulatius? Ich will ja, ich hab noch Sommerurlaub und du kaufst Spekulatius, walla. Nee, sorry, Ref, ne, aber. Da muss ich kurz auf dich spucken, ja. Senf, ich sehe Senf. Hahaha, Loretta, hör auf zu lachen. Kauf lieber Snacks. Wer kauft denn im Sommer Senf? Treff, ich kaufe zu jeder Jahreszeit Senf. Und mittlerweile, das sind so kleine Töpfe hier mit dem Senf, ne? Ein Töpfchen, wo der Senf drin ist. Das ist hier, der habe ich auch gegeben. Aber der ist schnell alle. Und es gibt so eine große Liter- oder Kiloflaschen, wo es einfach dann so, fülle ich aber damit wieder auf, weil ich smart bin, ja? Loretto, Alter, du Geile, du hast dir die USA-Box, die Nummer 1 gewünscht. Mal gucken, ob die überhaupt noch frei ist, ne?
I don't fucking know. Finden wir es heraus. Okay. Das hat Laura gesagt, nicht ich. Ach so. Stimmt. Lorena, warum? Wer kauft denn im. Warum soll man nicht im Sommer Senf kaufen dürfen? I mean, Senf ist ja kein Saisonprodukt. Aber du hast doch das als Joke gemeint, because, weil ich ja gesagt habe, wer kauft denn. Ja. Ja, ist okay. Ist okay. Nee, dann gehe ich jetzt wieder. Ah, I'm back. So. Ich sehe, die sind frech gewesen hier von der Welt, ja. Und zwar sollte ich hier drinnen haben. Warum soll man im Sommer nicht Spielplatz kaufen? Reft, es ist so, ja? Als wenn ich im Sommer Glühwein trinke, Alter. Das ist halt ein Saisonprodukt, was man halt in der Saison ist, was man halt so vermittelt tut. Ich stelle mich ja auch nicht im Sommer einen Weihnachtsbaum in der Wohnstube und schmück den, ja. Ich weiß nicht, ob man es Österreich macht. Österreich ist generell weird, ja. Oder keine Ahnung. Fangen im Winter an, Ostereier zu suchen oder so, ja. Das ist halt weird, Alter. So, was eigentlich jetzt hier, ne? Das geben sollte, ist Milk and Ike Red Drangus. Dragierte Kaubonbons mit Melone, Himbeer, Erdbeer, Kirsch und Fruit Punch Flavor. Klingt geil, aber dieser amerikanische Melonengeschmack, den finde ich richtig nice. Hier siehst du nur noch rot. Leider haben wir bekommen, zwar auch 3Gs, auch gleich Hersteller, Milk and Ike, Rango, aber wir haben Cotton Candy bekommen, ja. Ja. True Cotton Candy, Flavored Candies, I don't fucking know. Einfach Zuckerwatte halt, ne? Ist sogar gluten- und fettfrei, Alter. Crazy, würde ich sagen, ja. Aber gibt's zwar Zuckerwatte verschiedene Geschmacksrichtungen? Ist das da eigentlich bloß eingefärbte Zucker oder nicht im Endeffekt? Aber es riecht schon. Alter! Es riecht schon durch die Karton schon sehr starker Zuckerwatte. Und ich finde, so ein Popcorn, I don't know. Und das ist halt der Karton, ja. Ich bin einfach eher blöd, würde ich sagen. So, da kriege ich die Auffall dran. Ah, doch, hier! Punch you to open. Na denn? Krass. Oh, das ist aber ziemlich voll. Ja, was ist unser Blau raus? Ich würde ja mal picken. Aber die sind so ein bisschen durchsichtig. Das ist interessant. Lass uns mal. Gelee drin, ne? Okay, das ist süß. Ja, eigentlich bloß süß. Und geschmacklich. Aber was schmeckt Zuckerwatte? Ich weiß nicht, lass mal blau probieren. Ich würde sagen, da ist ein rechter Blaubeer-Taste drin. Würde ich sagen. Aber ich hätte gerne wirklich Melone, Himbeer, Erdbeer, Kirsche gehabt, ja. Cotton Candy ist auch ganz interessant. Ja, weil ich mir fast gedacht habe. Hauptzutat ist Zucker und dann kommt Kornsirup. Gefühlt ist die ganze Masse einfach nur Kornsirup, ja. Also es ist so ein Zuckersirup einfach halt, ne. Weil kaum Geschmack drin ist. Ist ganz nice. Nicht so weird wie diese super harten Früchte, die wir jetzt mal hatten. Die waren echt weird. Ja, kann man essen, würde ich sagen, ne? Jetzt habe ich nur Pinke.
Ist ein sehr klebriger Angenehm. Ich finde es ein bisschen wie diese Gelee-Bohnen halt, ne? Aber einfach hat es. Mit der Fahrzeug ist aufgeladen voll, ne? Ist eigentlich bloß klebrig und süß im Endeffekt, ja. Mehr ist es im Endeffekt nicht. Ich hätte es mir noch anders vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. So, ich kaufe mir im Winter Ostereier. Treff geschrieben gehabt. Aber why, Ref? Why kaufst du im Winter Ostereier? Also klar gibt es im Winter halt Ostereier zu kaufen. Wer wird denn, ich glaube, bei uns werden sie dann Picknick-Eier genannt oder sowas. Einfach halt so ganz basic, einfach hart gekochte Eier halt einfach, ja. Dass du einfach so hart gekochte Eier kaufen kannst, die bunt gefärbt so einfach dann. Aber, gibt es halt nicht so in Massen halt, ne? Du kriegst immer so. Du grüßt so, weil ich kriegst immer so. Ich schon mal so irgendwo einen Karton dann bei den Eiern. Und für den kleinen hast du es gar nicht. Das wird immer wieder im Mund. Noch klebrige Zuckermasse im Endeffekt. Ja, kann es egal sein mit dem, mit den GDs, ja. Fahren Sie bitte. Wenn ich Bock drauf habe, kaufe ich es mir. Ja, aber du kochst einfach Eier hart und hast du das Gleiche. Dann musst du halt nicht mehr Geld geben, dass die Eier schon gekocht wurden. Ich meine, jetzt Eier koche ich jetzt halt nicht so ein Hexenwerk. Vor allem, halt, wenn man sie hart kocht haben möchte, ist also schmeiß die rein. Das ist ja, weiß ich nicht, 8 Minuten drin. Ich habe einen Eierkocher. Da muss ich halt nicht irgendwie drauf achten, auf irgendwas, sondern stellt am Eier frei, wie fertig ich es haben möchte. Und von dem her, wo ist denn das Problem, einfach Eier zu kochen? Oder traust du dir als Koch nicht zu Eier zu kochen, oder was ist das Problem? I don't get it, Alter. Oh Gott. Sam, alles gut. Gibt es auch gleich, wenn wir in Base sind, da. Zum Laden, so ein paar von diesen Cotton Candy Time, weil ich eigentlich ja schon irgendwie auf irgendeine Art und Weise nice. Aber wie war dein Tag? Was hast du heute eigentlich so gemacht, ja? Mein Jung. Wollte ich einen Zaun fahren? Nö. Kein Bock. Außerdem kosten sie vielleicht 20 Cent mehr. Ja, Ref, genau. Und die 20 Cent, Alter, für die kriegst du die locker selber kochen. Du bist sogar günstiger dabei. So viel Stufe brauchst du nämlich dafür gar nicht. Kein Pfeifke mehr. Was? Kein. Ach, oh Gott, Alter. Alter, der Junge, Alter. Ref, bitte überarbeite deine Rechtschreibung, Alter. Ah, ein bisschen hart, ja? Ist Pfeifkem, Alter. Loreno, please, mach die lustig durch mal her. Facecam. Ja, Ref, weil einfach hart lag beim Fahren hier. Mal ein bisschen von den Cotton Canyon Zeug noch nehmen. Ich weiß auch nicht warum, ja? Wenn ich die Cam ausmache, lag das nicht so hart. Und ich nicht beim Fahren einfach dann die Cam ausgemacht habe bis jetzt immer. Also jetzt neuerdings. Ich hab's auf einer Festplatte verschoben, auf einer M2 SSD. Das gefühlt nichts gebracht. Bei dem Spiel, beim anderen Spiel ist es auch beim Modrunner, aber hier. Ne. Lass uns lieber noch snacken hier. Oh wow. Ich würde schon sagen, wenn Blaubeere rausschmeckt. Ein bisschen. Schmeckt aber eher nach Seife irgendwie. Alter, echt klebrig im Mund.
Aber ich hab echt noch nicht raus, warum es so hart laggt, Alter. Wenn ich die Grafik runterstelle hier wieder. Wird's natürlich auch nicht besser unbedingt, ne? Zieh mal dein Mini. Nehmen wir mal fern, schlimmer wird's halt einfach hier. So. Wir werden mit dem Dab müssen noch folgen, aber erstmal, wir müssen das Fahrzeug hier unten reinstellen. Jetzt mal in die Base gehen. Aber das wir auch gemacht haben. Ich hätte doch gespeichert am Streamen, aber irgendwie hat er das nicht übernommen. Na, aber so langer Weg war es jetzt auch nicht, ne? Wir müssen in diesem Mais-Sirup, ja. Wie viel ist da drinne? Und eine Grammangabe drauf. Ja, das ist süß. Du hast die Kommentarration. Ja, ja. Herzlichen Glückwunsch. Muss einfach Gesamtgewicht draufstehen. 140 Gramm. Alter. Ja, aber erstmal schön ein Bier, ja. Ah. Der Moment, wenn man mit seiner Super Soaker dein Fenster, was ist eine Super Soaker-Riff, Alter? Was ist dies, ja? Ah. Was mich gerade nervt, ja? Ich habe hier Orangensaft natürlich, ja, wirklich. Ich habe Eiswürfel, wenn es kalt ist. Problem ist halt, die Eiswürfel schmelzen und schwimmen halt oben, weil Eiswürfel sind halt, weil es oben schwimmt. Surprise. Und das Tauwasser, was ist aber aus hier oben, verrührt sich halt nicht. Also muss ich es irgendwie umrühren, ich will mir den Finger reinstecken, ja? Also rühre ich einfach um, irgendwie, dass ich halt nicht irgendwie, ne, dass ich halt, wo es so außer halt auch ein bisschen verdünnt hat einfach, ne? Dass es halt einfach nicht so super süß ist, sondern ein bisschen verdünnt halt ist, ne? So. Oh, ne? Schmeckt nach Orangensaft. Viel besser. Eine Wasserpistole. Ach so. Ach so. Ist die krass? I don't know. Die Partikel, diese eine Wasserpistole, die sich selber so Wasser aufzieht. I don't know. Aber ich denke, wenn es das Design wird, ne? Wimper am Auge. Also die Wimper mich verhakt. Nice, Alter. Das macht Leute gehen, würde ich sagen. Da ja, drinnen in der USA-Box. Noch zwei Sachen. So. Pardon verlassen, würde ich sagen, ne? Ja, war das los, wie war ein Tag, wie gesagt. Boy. Suchen wir mal in ihrem Labor auf, so. Das ist automatisch liefern, wollte ich gerade sagen. Ich kann Aufträge mal offen. Irgendwo. Haben wir nicht. Lass mal auf dieser Karte gucken. Ach, das ist markiert! Ich habe gewundert, das rechne ich hier in der Nähe, aber ich habe einen größeren Schreibtisch und das ist alles so weird.
So. Sieht aber ziemlich scheiße aus. Ich dachte, die sieht cool aus, Super Soaker. Also jetzt nicht krass, das irgendwie halt, ne? Da finde ich so eine Kunststoffpfeil Waffe, um jetzt keinen Markennamen zu nennen, finde ich, da gibt es coolere, ne? Oder gibt es noch bessere dafür? I don't know. Ach, das ist vom gleichen Hersteller, sehe ich gerade. Aha. Irgendwelche Westen dazu? Warum gibt es irgendwelche Westen? Kannst du da Wasser reinfüllen? Oder wie läuft es ab? I don't get it. Hab die mir jetzt in das Kind geholt. War die neueste. Ach so. Ja gut, okay, ne? Ist mit Wasser im Rucksack. Ah, das ist natürlich cool, denn wenn du so Wasser im Rucksack hast, hast du halt mehr Kapazität halt einfach, ne? Oh Gott. Aber gefühlt zweimal gebraucht. Ja, das war meistens so, ne? Bis als Kind so wünscht, sich so cool vorstellen, was auch die Werbung halt so cool präsentiert. Im Endeffekt ist es meistens halt doch schon ziemlich scheiße, ne? Wenn wir mal ehrlich sind, ist es meistens alles ziemlich scheiße. So, es gibt auch coole Sachen, aber so welche ferngesteuerte Autos und so aus dem Supermarkt, der ist nicht so das Wahre. Also auf Dauer, die sind so nach einer Woche sind sie kaputt, so meistens, ne? Also, gibt besseres, ne? Mein Vater hat mir ein Sonnenschirm für die Terrasse geschenkt. Was für eine Terrasse? Ich dachte, du hast einen Balkon. Ja. Hier ist eine Terrasse. Aber, I mean, da ist doch irgendwie auch eine Brüstung vor. Das könnte ja jeder einfach darauf gehen und einfach in deine geile Wohnung gehen, da wo jeder rein möchte, ja. Es ist eben ehrlich. Ja, aber du hast halt so eine Brüstung, wo du vorne Blumenkästen reinstellen könntest und sowas oder nicht. Und Terrasse ist halt so, dass du von da aus auch die Wohnung betreten kannst, ohne halt irgendwas zu stellen, was du das halt zu bieten Rollstuhl durchfahren könntest, theoretisch. Aber in der Ecke vor und sowas. Ich würde auch nicht mal Terrasse nennen, so richtig. Weil die wäre auch nicht überdacht halt, ne? So richtig. Da kann man drüber stehen. Da trifft es hier nicht. Das ist einfach ein Balkon. Weil jetzt, die Terrasse geht da nicht weiter raus, als die Balkons drüber sind. Der Balkon ist bloß ebenerdig gebaut. Aber es ist genauso fucking aufgebaut, wie die da drüber sind. Ja, meine ich ja. Das ist einfach bloß der Balkon, der bloß bodengleich ist. Weil die da drüber haben den gleichen Balkon wie du. Bloß er ist halt einfach nicht ebenerdig. Und die können auch überklettern. Der mal leider auch klettern. Könnte man auch Terrasse nennen. Oh, nee. Ich würde es nicht mehr Terrasse nennen. Weil. Also, was anderes wäre es. Hab ich auch schon gesehen, wenn du in dieser Balkonbrüstung eine Tür hättest, die du aufmachen kannst. Dann würde ich sagen, ist eine Terrasse. I mean, weil dann kannst du auch von da aus reingehen in die Wohnung, aber ist auch kacke, weil du musst immer die Balkontür offen lassen und da ist ja kein Schlüssel drin und ist alles meh. In Wiener ist nice. Und wenn wir unser Fahrzeug noch konfigurieren, weil das ist ein bisschen ja, das andere ist ja ein bisschen verschollen, würde ich mal behaupten. Fab, Alter! Du hast die verrückten Snacks gewünscht. Okay. Kommen erstmal im Stream. Schön, dass du da bist.
I think I remember your Problematik. Du kannst dich ja nicht entscheiden, was du haben möchtest, ne? Welche Box, oder? Kannst dir auch so. Soll ich das entscheiden? Und wir können auch sagen, Ref entscheidet. Weil Ref ist gerade hier. Und du sagst, ey, finde ich okay, wenn Ref es entscheidet, dann muss ich nichts aussuchen. Und der kann Ref entscheiden, obwohl er es nicht gekauft hat. Und dann, weil er sonst immer das kaufen möchte und es meistens nicht mehr da ist. Also, Raphael, ne? Deine Chance, Snack auszusuchen. Und du hast die Wahl zwischen der Kanada und der USA-Box. Lustigerweise nebeneinander beide Länder, ne? Das weiß ich wenigstens, ja. Oh, das Kanada da dran, ne? Ich glaube, Kanada und Mexiko. Ganz an Amerika, ne? Ich sag nicht so viel. Kanada möchte Zahlgreif. Okay, mal gucken, was die Kanada-Box war. Ah, ja, okay. Du hast zur Auswahl die Nummer 5, 7 oder 9. Ich muss sagen, die sind beide echt leer schon. Vierten Tag streamen und schon voll da läuft. Fab, das freut mich sehr, dass es bei dir so gut läuft, ja. Bei mir ist so, 2 Monate streamen, 3 Follower weniger. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ja, die 5. Okay. Guck, ich hab die hier ab. Also, wir haben, oder Ref hat gepickt und Fab hat bezahlt. Und zwar, sehr knisterig auf jeden Fall, ja. Sunchips, ja. I'm walking on sunshine. Welliger Vollkornsnack mit würziger Note. Sonnige Zeiten in Aussicht. Das ist irgendwelches, ich denke, sieht aus fast wie diese Linsechips so von der Form her. Und ich weiß nicht, da ist irgendein Jalapeno, das ist auch so Kies, aber Tomate, also mal gucken, ne? Zuschaueranzahl, was? Ab schon, bei der 4. Zuschaueranzahl erreicht. Streamen muss ich in der Woche noch durch. Streamen, Zeit, Follower fehlt noch. Ja, genau, 50 brauchst du, glaube ich, ne? Und dann irgendwie diese Tage, ich weiß nicht, wie viel das war, I don't know. Und 3 durchschnittliche Zuschauer, da habe ich, wenn ihr gerade erwähnt, 3 durchschnittliche. So. Oh Gott. Gehen Sie bitte komplett auf Tüte. Okay, halt nicht. So. Es riecht irgendwie sehr neutral. Sieht auch sehr weird aus. Also guckt euch die mal an. Was sind denn für Chips? Das sind richtige dunkle Stellen drin halt, ne? Seht ihr das? Was ist das? Weird shit. Warum sind da dunkle Stellen drin? Ja, knusprig. Extremst knusprig. Aber vom Geschmack her. So ein bisschen vielleicht mit Tortillas so vergleichen, ne? Bis jetzt. Salzig. Leicht tomatig. Ich finde es so nice. Wir sind hauchdünn. Wirklich. Ultra dünn. Die sind irgendwie anders vom Geschmack her halt, ne? Findest du nice. Oh ja. Die Würzung ist okay. Ist mal was anderes auf jeden Fall. Finde ich nicht schlecht, muss ich sagen. Oh ja. Doch. Das ist eine nice Sache. Und das gefällt mir. So. Und sich hier rein Boots hängen aber noch dran. Ja, 2 Paar mal noch. Okay, das ist alles gut. Aber die finde ich doch echt geil. Ist geil, oder? Ey. Lass mich kurz mal gucken. Im Hintergrund, ja? Macht er hier irgendwas? Was hier super hart Leistung zieht. Ich habe einen Tab im Browser offen. Einen, ja?
Mein Prozessor ist am Limit, Alter. Der lässt hier alles ausfallen, ja. Der ist wirklich, der ist komplett ausgefallen die ganze Zeit, ja. 100%. Aber I see, der wird nicht warm. Heißt, ich könnte übertakten noch. Würde ich sagen. Die Chips sind echt nice. Ich glaube, das sind die Schalen von den Körnern, von den Weizensamen, ne? Und die da. Und hat auch alle keine ausgelastet, 100%. Ja. Dann killt es definitiv den Prozessor gerade, ne? Wieso sind Handtücher nach dem Waschen wie Sandpapier? Ref, das liegt ganz einfach daran, weil du da, wo du lebst, sehr kalkhaltiges Wasser hast. Deswegen ist das Problem, wenn die Fasern von deinem Handtuch, wenn die trocknen, dann werden die halt, erstarren die halt, weil der Kalk halt in den Fasern sitzt, ja? Du kannst ihm entgegenwirken, wenn du Weichspüler nimmst, dann riecht die Wäsche auch noch was und dann werden die Handtücher weicher. Es wird nicht perfekt, aber es ist ein Kompromiss aus Sandpapier und ist okay, ne? Das leckt des Todes, wir machen nichts, ja? Und die beste Möglichkeit ist ein Trockner. Wenn ihr euch mal da zum Beispiel, wenn ein Trockner steht, packt ihr natürlich einen Trockner. Weil sie denn getrocknet werden, währenddessen sie bewegt werden und die Fasern einfach viel weicher, geschmeidiger und fluffiger werden. Wo, denn du überhaupt nicht mit Problem hast, die Handtücher sind richtig geil weich. Deswegen habe ich mir einen Trockner gekauft, weil ich weiche Handtücher haben wollte. No shit, ja. Nur deswegen. Und ich wasche Trockner, war alles jetzt drin, ne? Aber Handtücher, schocki sehr, ja. Und der Spaß hat die Weichspüler halt, ne? Waschen. Und seine komischen Scheißpots, ja. Die sind ja generell kacke. Aber du brauchst halt immer noch Weichspüler zu holen. Ja, doch Weichspüler, ja. Nicht immer. Denn anscheinend weit nicht genug, Ref. Oder weil lässt du die Wäsche zu lange. Wasch mich nicht, aber es kann keine Ahnung, ne? Ref, das ist einfach kalkiges Wasser, ne? Und das ist der einzige Grund. Wenn du weiches Wasser hast, sieht es anders aus. Einfach einen Trockner kaufen. Einfach ist gut, ne? Ein Trockner ist die Lösung dafür. Oder, naja, du musst mal gucken, was auf deiner Waschmittelpackung als Dosierempfehlung draufsteht, ne? Da musst du gucken, ob du die einhältst oder ob du noch zu wenig drin hast. Kann auch sein, dass du zu wenig reinkippst. Und, aber so, du musst weißt, ne, Ref, dass du Weichspüler in den extra Fach in der Waschmaschine kippen musst, ne? Das kippst du nicht in die Trommel rein vor der Wäsche, das kippst du extra in den Weichspülerfach rein. Okay. Das gibt dir extra. Also wenn du Flüssigwäsche nimmst, das kannst du in die Trommel stellen, in so eine kleine Schale. In eine Dosierkappe. Du kannst aber auch in eine Pulverfass oder sowas oben halt beim Waschmittelfach einfach eingeben. Und da gibt es noch. Da gibt es drei Fächer meistens. So eins für Waschmittel. Da gibt es noch ein Vorwaschmittelfach. Und da gibt es noch ein Weichspülerfach. Ja, ne? Benutzt du keinen. Benutzt einen Trockner für deine Handtücher. Aber boah, dann kann natürlich nicht fest sein, wenn du trocken nutzt, ja. Wo ist das Weichspülerfach? So. Waschmittelfach. Bilder. So. Boy. You see that? Nimm mal zum Beispiel das hier. Man, das sieht immer ein bisschen anders aus, keine Ahnung, ja. Oder das hier. Hier ist dein Hauptwaschgang meistens drin, ja? Was ist bei mir? Da machst du, wenn du Pulverschmittel hast oder so, also kippst du es da rein, ja? Flüssige Schmittel reinkippen macht keinen Sinn, weil das läuft ja direkt raus und das ist. Von hier kommt auch hier oben, also das ist in der Maschine drin. Wait, ist irgendwo ein Bild. Da. Du siehst, das ist die Waschmaschine, hier sind die Knöpfe und so, da ziehst du ein Fach raus. Ja, da oben die Düse, kommt Wasser raus und je nachdem, was die Maschine halt gerade für ein Programm fährt, kommt aus unterschiedlichen Düsen Wasser raus zu unterschiedlichen Zeitpunkten halt, ne? Dann wird das Waschmittel halt aus diesem Fach, die Waschlösung des Reinigungsmittel halt aus dem Fach gespült und genutzt. Wenn du ein normales Waschmittel nimmst, flüssiges Waschmittel, was nicht so empfehlen ist, weil du halt im flüssigen Waschmittel keine Bleichmittel drin hast, heißt, wenn du auch viel Weißes hast, generell, bist du mit Pulverwaschmittel immer besser, auch bei Colorwaschmittel, hast du auch einen Teil Bleiche mit drin, deswegen bist du fest immer besser, wenn du Pulverwaschmittel nimmst.
Und auch so kleine Packungen, weil es einfach konzentriert ist, nicht so viel brauchst. Also diese riesigen Scheißkartons, wo einfach nur Salz drin ist als Bindemittel oder als Füllstoff, nicht Salz, aber ein Füllstoff drin ist, der Airbus dafür sorgt, dass es mehr ist. Andere Sache. Auf jeden Fall kippst du da halt dein Pulverschmittel, könntest du die oben machen, einfach in das Fach. Wenn du wie unten dein Flüssigverschmittel, aber Armee, das macht keinen Sinn, das macht es bloß dreckig. Du kannst einfach auch bei den meisten Waschmitteln so eine kleine Kappe dabei, so wie hier. Du kannst auch diese Kappe einfach mit dem Waschmittel füllen und es in die Trommel reinpacken zur Wäsche. Das ist nicht das Problem, die Kappe überlebt, das ist alles gut, ja, mache ich ja auch immer so. Und das Waschmittel füllt es einfach in dieses Fach ein, wo dieser blaue Stopper drin ist, wo eine Maximumlinie ist. Du darfst es nicht drüber füllen, auf gar keinen Fall. Du hast einfach Waschmittelflaschen, so die Angabe stehen, eine Kappe für 4 Kilo Wäsche oder sowas, und dann machst du, kippst du halt die Kappe da rein halt, ne? Und dann zieht die Waschmaschine nach dem Waschen, spült das Waschmittelfach aus mit Wasser und dann, um die Wäsche mit Weichspüler zu spülen und zu waschen, und dann ist es schick, ne? Und das ist die Vorwäsche, glaube ich, hier die 1. Wenn du irgendwelche Vorwaschmittel, keine Ahnung, Wäschestärke oder sowas, ob man das denn macht, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall, das nutze ich ja auch nicht, ja. Bei uns ist es blau in der Mitte. Ich habe ein weißes T-Shirt und wo kommt Beispiel rein? In die Mitte. Beim blauen. Da ist so Max drauf, weil die Sache ist halt, dieses Fach läuft nicht aus. Die anderen sind einfach offen und das ist einfach zu. Und wenn die Flüssigkeit da drinne, sei es Waschmittel oder wenn es halt gebraucht wird für die Waschmittel um Wasser rein, über diese Max-Linie steigt, enthält sich die ganze Welt automatisch, dieses Fach, ja. Deswegen darfst du es nicht drüber füllen, sonst läuft die ganze Welt direkt in die Waschmaschine rein. Zu viel Weichspüler ist auch nicht gut, weil dann hast du so komische Flecken in der Wäsche drin, so einen weißen. Probier ich aus. Ich weiß nicht, wo du Weichspüler reingemacht hast, aber das gehört in die Mitte rein. Weil da ist noch eine Blume drauf, in dem Fall, also. Ja. Der Weichspüler. Ja, Treffer. Ich benutze auch kein Waschmittel für weiße Wäsche. Ich nutze auch Colorwaschmittel, aber ein Colorwaschmittel in Pulverform ist trotzdem Bleiche mit drin, ja. Nicht so viel, denke ich mal. Aber es ist trotzdem Bleiche mit drin. Bei den flüssigen Waschmitteln kannst du einfach keine Bleiche mit binden. Heißt, es ist nicht möglich. Heißt, du wirst, wenn du weiße Zeit waschen würdest, gibt es weiches. Es gibt Waschmittel für weiße Wäsche in flüssiger Form, aber es ist halt nicht so effektiv, ne? Ja. Und warum die jetzt hier das so einfach reinkippen, ich verstehe es auch nicht. Was läuft denn raus? Aber es gibt auch extra, ich habe für meine Maschine zum Beispiel extra einen Einsatz für dieses Fach. Wenn ich da flüssiges Waschmittel für nutzen könnte, funktioniert es genauso ähnlich wie das hier. Aber es ist mir zu blöd, das wird dann einfach irgendwann richtig dreckig, das Fach da oben. Ich pack diese kleine Kappe, diese Zusatzkappe, einfach in eine Waschtrommel rein und dann ist schick, ja. Ich meine, die ist danach komplett sauber, weil sie in der Waschmaschine war. Und die Kappe ist dafür ausgelegt, dass sie mitgewaschen werden kann. Ich habe das selbst bei 90 Grad Wäschen schon die Kappe drin gehabt und ich habe noch nie Probleme gehabt, dass sie irgendwie sich zersetzt hat oder geschmolzen ist. Also da muss man sich keine Gedanken machen. Waschtipps mit Robert, Alter. So. Kann ich deine Fragen alle beantworten, Ref? I hope. Die Chips ist mega nice. Lecker TikTok hochladen. Was willst du auf TikTok hochladen, Ralf? Ich erkläre, wie Waschmittel funktioniert? Oder. I mean, no joke. Ich bekomme auch öfter irgendwelche Haushalts-TikToks, wo irgendwelche Hausfrauen sind das meistens. Und welche Sachen halt so erzählen. I don't know, wo es gerade so das, mit welchem Coupon du jetzt irgendwie zwei Flaschen Spülmittel zum Preis von einer bekommst oder sowas. Denkst du, ja, cool. Mache ich ja trotzdem nicht, aber danke, TikTok, dass du mir das vorschlägst, ja. Du hast einen Tipp mit Robert. Ach. Ich würde über die O-Saft-Sache hochladen auf TikTok, ja? Wo ich umgerührt habe. Ich hab gestern mich TikTok veröffentlicht, weil ich habe noch welche im Petto unveröffentlichte. Aber so, ey komm, ewig schon mal veröffentlicht. Einfach mal eines von den Würfeln veröffentlichen.
Ich habe keine Ahnung, wie es performt hat. Absolut keine Ahnung. Mal gucken. Guck mal nach. Mein Handy ein Schwert bekommen. So. Es hat 76 Aufrufe. Aber es hat halt nur 3 Likes, ne? Sozusagen ist nicht ganz so gut angekommen, ja? Das andere hatte wenigstens 6 Aufrufe und 10 Likes, ja? I don't know. Ich habe 58 Follower. Was? Gefühlt mehr als auf Twitch. Stimmt, Greifer, dann hast du einen Account gemacht, darf keiner sein. Ich habe 2 Likes bekommen, das Video, Mensch. Und 2 davon sind von mir. Stimmt. Und er gewundert so, hä? 58 Benachrichtigungen. Ich so, was ist denn hier los, ja? Guckst du gar nicht so, hä? Das ist doch Rev, oder nicht? Haben wir schon einen zweiten Account gemacht, Rev? Ist der andere gebannt worden? Und wie du mich hier Schimpfwörter reingeschrieben hast? Guck mal, auch Likes bekommen, die Kiste hier. So. Was ist hinfahren? Nee, man hat da. Hip-Account hat. Sind zu viele LGBTQ, was auch immer Videos. Ach so. I understand. Weil sie einfach halt immer anguckst, Rev. Du guckst dir, gibst ja Watchtime halt, ne? Oh, das wäre. Wird die Laserallee performt? Ja, immerhin 0 Likes, ja? Vielleicht meine ich ja. Kann ich ja eigentlich. Dem Account folgen, dann kann ich eine Nachricht schicken. Dem anderen Referent folgen. Was machst du today? Hi, schön, dass du da bist. Ich würde heute gerne der Story weiter folgen. Hab ich dabei erst bewegt. Folge ich Ref wieder. Nicht mehr folgen. Ja. Das Story von letztes Mal haben wir ein bisschen verkackt gehabt. Und dann ich gedacht, okay, komm, reicht jetzt, macht keinen Sinn mehr jetzt hier. Er hat irgendwie 11 Leute getötet gehabt und musste es mit den Leichen entsorgen und so. Ich war übelst stressig, weil ich halt nicht wusste, jo, wie nimmt man wie entsorgt man denn jetzt die Leichen und so, ne? Ja, na, Ref, ich finde, der Bus gefolgt, der mich den Nachrichten schicken kann. Als ob mich deine TikToks interessieren. No joke, aber das war ja eh nicht, was mich interessiert hat. Also nicht böse gemeint. No, ich habe mir einen Twitter-Account gefolgt, weil wenn du den ersten nicht nutzt, dann brauche ich doch da nichts schicken mehr, ne? You know what I mean? Wie war der Teil? So Fabian und Ref.
Wir können kurz schreiben, ich kurz aufs Klo. Und dann bin ich gleich sofort für euch da, ja. Alter, es klingt. Wenn die Kopfhörer ab sind, ja. Es klingt schon richtig nice hier drin, also von der Akustik. Es ist deutlich besser, aber ich sag mal, ich habe ja auch hier für relativ viel Geld Akustikschaumstoffe reingebracht. Und das wäre auch echt rack, wenn es nichts bringen würde. Aber es klingt so ein bisschen dumpf alles. Und so gefühlt ist nicht mehr so viel Heil drin, also deutlich weniger. Nice. Ich würde gerne noch mehr reinbringen. Das ist ja nicht so Tonstudio-Feeling, wie ich es haben möchte. Ja, ich mach auch keine. Doch, den ersten nutze ich noch. Ja, aber Ref, I mean, welchen benutzt du mehr? Wahrscheinlich den zweiten, weil du ja da keine Videos bekommst, die du nicht magst, ne? Was hat hab mit einem Freund Warzone gezockt? Und vergessen. Wie vergessen? War das so vergessen? Ja, ich streame? Oder, I mean, Warzone ist doch im Endeffekt, ist Warzone. Warte mal kurz, hier das irgendwie so. War es einfach ein neuer COD-Teil oder nicht? I don't know, ich bin da nicht mehr so ganz drin. Ja, okay, Ref. Also folgst du. Ja, natürlich, Ref, dem folge ich, ja. Dem bin ich zuerst gefolgt und dann bin ich immer anderen folgt. Mal kurz das hier rühren, dass hier nicht das Wasser, was oben ist vom O-Saft, also von der Eishöhe. Oh ja. Ah, das schmeckt nicht schlecht. Gut, also ich bin gleich wieder da. Kurz aufs Klo. Ich schlinge noch ein paar Cotton Candy hier nehme ich noch mit. Oh gut. Die schmecken zwar noch nichts, aber als Deutsch. Oh Gott. Ich hab voll den Teppich jetzt hier mitgerissen. Meine Güte. Wo bist du? So. Der Controller aufzuladen. Also saß ich eine Runde ohne Controller da. Kannst du mit Kabel spielen? Eigentlich schon, oder? Oh Gott. Ref, wenn es dein Balkon ist, den mir geschickt auf Telegram, Alter, das ist echt traurig, wenn du was da aussieht. Das sieht da richtig scheiße aus, Alter. Einfach so gefühlt, einfach so. So Metallbügel so einfach hingestellt und so ein Blech reingeschraubt. So, ja, jetzt hier ist ein Balkon, hier ist eine Brüstung voll, tschüss. Ist doch echt scheiße. So. Hier müsste eigentlich jetzt Mamas Labor können oder die Auftrag nehmen, einer noch irgendwie sowas. Irgendwas Chips annehmen.
Was? Nee, nee. Suche Mamas Labor. Ach so! Philipp, der Kost. Ah! Was soll ich machen? Gar nichts. Ich hab die Frage, ob das dein. Wenn es dein Balkon ist, den du mir geschickt hast, wenn du so ausziehen sollst. Das ist echt traurig, Alter, wenn er wirklich so aussieht. Der Chip wird eben echt verbrannt geschmeckt, muss ich sagen. Ja, ist er. Also sieht echt traurig aus dem Balkon. Also, von der Ausstattung her, ich würde mich überhaupt nicht wohl auf dem Balkon. Das ist direkt zum Parkplatz, alle parken da, gucken dich an, wenn du auf dem Balkon sitzt, Alter. Gar keinen Bock. Da habe ich hinzusetzen. So. Lass uns mal ins Labor fahren. Was soll ich machen? Nochmal geschrieben, Rev. Ausziehen aus der Wohnung. Das ist doch ugly, Alter. Das ist doch doof, Rev. Dass der denn da so extrem offen ist. Weiß ich nicht. Ich habe irgendwie so einen Hacker vor einem Busch oder sowas. Aber so ist doch kacke. Da war ja noch was. Jetzt wird's hoffentlich nicht mehr ganz so irre. Okay. Gut, sag ich mir doch, dass ich den Prozessor noch übertakten werde heute. Denk mal. Katzi. Ja, ich weiß auch nicht. Benutzen wir Kong eh nicht viel. Aber warum muss denn ein Stuhl und ein Tisch und ein Schirm da stehen? Dann stimmt was Camping. Okay. So. Hammer's Labor. Hoffentlich sind sie keine GDs. Aber anscheinend ja schon, ne? What? Ist es hier? What? Es wird kalt. Okay. Nicht gut. Nicht gut. Oh oh. Da ist ein anderes Baby. What? Keine Angst, Sam. Sie beißt nicht. Schön, dass du hier bist. Du bist Mama. What? Episode 5. Mama. Den Stuhl habe ich geschenkt bekommen und den Tisch ist schon da. Achso, okay. Ja, was ist sie? Okay, ich bin ruhig, ich hab nichts gesagt. Hat das Baby aus ihrer Brust getrunken? Oder das hat Sarah so aus, aber man sieht auch schlecht, weil es ist so halb. Nicht halb, es ist so komplett durch mit so schemenhaft bloß. Ach, jetzt schläft's okay. Denn es ist halt für Cotton Candy, I guess. Zwar nicht trinken, aber mein Körper produziert die Milch. Das Durchgehen der Bewegungen hilft gegen den Schmerz. Was ist Jane? Oh, what? Sie ist meine Tochter. Und ich ihre Mama. Mmm. Dissing Mama. Sie ist
nur mit mir verbunden. Sie ist nicht wie andere GDs. Du kannst es sehen, oder? Du bist verbunden. Weil ich sag mal, das ist aber auch für unser Mama, dass sie ein Labor da einfach hat und keine Experimente gemacht hat. Jetzt weißt du, warum ich nicht weg kann. Also, wegen der Superzelle. Gibst du uns Erwachsenen mal eine Minute? Danke. Schau mal. Einfach ausgeschlossen, Alter. Das war die chirale Dichte, als die Superzelle auftauchte. Ach, für eine Superzelle. Aber sie normalisierte sich fast augenblicklich wieder. Das heißt, der Sturm verschwand in nicht mal einer Sekunde. What? Das ist unmöglich. Okay, sehen wir uns doch mal die Aufzeichnungen deiner Handschellen an. Das ist ziemlich verrückt, aber wenigstens bist du es nicht. Ja. Die Protokolldaten stützen deine Geschichte. Wenigstens etwas. Ich schätze mal, du warst gefangen zwischen zwei verschiedenen Raumzeiten. Zwei verschiedene Raumzeiten. Das HQ analysiert das genauer. Sie können nur auf das Frequenzspektrum zurückgreifen. Aber mit etwas Anstrengung sollten sie herauskriegen, wo du hingeschickt wurdest. Noch eine chirale Spitze. Not so good, I think. Sie weint nachts öfter. Die chirale Dichte steigt in Regionen, die im chiralen Netzwerk sind. Aber die Werte sind viel, viel höher als berechnet. Das ist schlecht, oder? Nicht so gut. Ja, mehr Verbindungen bedeuten mehr Chiralium. Bridges erkannte das schon früher als Problem, also habe ich in den Cupids Begrenzer eingebaut, um das chirale Niveau zu bremsen. Aber dein Begrenzer scheint fehlerhaft zu sein. Die Superzelle und das zeitliche Phänomen, das du erlebt hast, könnten damit zu tun haben. Nicht so gut. Das heißt, es könnte weitere zeitliche Phänomene geben, wenn ich das Netzwerk weiter ausbaue. Vielleicht. Vielleicht ist mir keine gute Antwort jetzt hier für die ganze Operation, ne? Oder noch schlimmer. Noch schlimmer? Wir lösen einen gestrandeten Tod aus. No, Alter, please. Hab ich eine Lösung. Ich bin gespannt. Und zwar hier drüben. No. Was hast du für mich? Nein! Damit ich muss alle Basen wieder angehen. Wir müssen nur einen Begrenzer in diesen neuen Cupid von mir einbauen. Ich dachte, ich baue dir einen, wenn du schon vorbeikommst. Sieht aus wie alte Kette. Super. Krise abgewendet. Nein, Krise nicht abgewendet. Wir müssen die Software an die neue Hardware anpassen. Na dann leg los. Ja, das kann ich nicht. Wie? Ich habe die Hardware entworfen, aber die Software stammt von jemand anderem. Oh. Okay, wo finden wir ihn? Sie. Ihr Name ist Lochner. Sie war Mitglied von Bridges. War. Du musst nach Mountain North City gehen. Wo ist okay, das denn? Ich muss sowieso einen Cupid bringen. Oh, gut. Sehr gut. Schon wieder. Ich weiß nicht, was sie in letzter Zeit hat. Sie hat solche Angst. Sieh nur. Vielleicht will die andere Seite sie zurück. Oh no. Alles gut, kleines GD-Baby. Ja, irgendwas halt, ne? So viel weiß ich. That's true. Wenn du stiehlst ein unsichtbares Baby halt irgendwie halt auch, ne? Sie sollte kommen. Ich wartete im Krankenhaus auf den Kaiserschnitt. Dann schlugen die Terroristen zu. Oh no. Thank you.
Oh shit. Ich war unter den Trümmern eingeklemmt. Ich konnte einfach nur warten. Lass keine Chance sein, ne? An wie eine Ewigkeit. Aber es kam niemand. Denn? Wenigstens hatte ich Luft und Wasser. Das ist schon mal etwas, ja. Nicht, wie viele Tage vergingen. Und Scheiße. Das Wasser ging aus und die Kälte kam. What in den Trümmern kam sie zur Welt. Aber anstelle von Leben brachte ich den Tod auf die Welt. Ja. Was sind das? Ihr Körper Milchbrotchen macht jetzt auch Sinn halt, ne? Alles gut. Als der Zeitregen aufhörte, begann meine Kleine zu schreien. Sie schrie und schrie und schrie. Ihr Leben war der Preis, den ich für mein Überleben zahlte. Ja, aber ist das so besser oder nicht? Sie kann ja theoretisch ja auch ein neues Baby bekommen. Dafür liebt sie halt wenigstens, ne? Waren wir nie getrennt. Aber sie ist ein Gedeh. Was sie an diesen Ort bindet, bindet auch mich. Ich bin praktisch nie wirklich entlassen worden. Und das ist okay für dich? Zu wissen, dass sie tot ist. Willst du dein Leben im Schatten der Toten verbringen? Eigentlich nicht, oder? Das sagst gerade du. Ja, okay. Die Toten lieber als die Lebenden. Sonst wärst du doch nicht hier. Touché, ich ja. Fällt gerade ein, Deadman sagte, Wiederkehrer hätten besonderes Blut. Hm? Darf ich eine Probe nehmen? Ah, nicht so gerne eigentlich, ne? Ja, klar. Saug mich leer. Mach einfach hier, mach den Schlamm hier. Ich sowieso Blut ab. True. Die ist kalt, oder? Nicht bewegen. So, fertig. Ich will etwas testen. Mama, bist du... Blut aus meinem Arm. Tut mir leid, Sam. Würdest du uns jetzt wohl allein lassen? Ja. Okay. Ich muss wieder an die Arbeit. Sam? Ja? Hey, vergiss mein Gerede von den chiralen Spitzen. Wir müssen zuerst die Welt wieder verbinden. Vielleicht verschlimmern wir die Lage. Vielleicht nicht. Aber es gibt keinen Plan B. Oder Abigori. Viel Glück, Sam. That's true. That's auch true. Ref. Wir wollten erst Freitag machen. Aber Freitag bin ich nicht da. Heißt, es ist Sonntag. Gibt's UAB. Wenn es die Zeit hat. Aber an sich Sonntag, 15 Uhr, versuche ich da zu sein, vielleicht ein bisschen später. Geht's dann los mit WoW, juhu. Ich weiß nicht, ob Jasmin Zeit hat da. Man, die hat bis jetzt Freitag auf jeden Fall Zeit, aber Freitag kann ich ja nicht. Und seitdem war Jasmin auch nicht mehr da, also werden wir sehen, ne? Netzwerk einzugliedern. Diese Route führt zu einem Wegposten und dann zu einem Verteilerzentrum nördlich der Stadt. Ab dort
wird es schwierig. Du musst einen Umweg um die Berge herum machen. Oh Gott. Dass ich auf dem Weg diesen Qubit verwende? Die Software wurde noch nicht überschrieben. Ist okay. Wenn dein Qubit funktioniert und du Mountain Out City anbindest, sollte das Update eingespielt werden und die Verbindung stabilisieren. Okay. Noch ein Grund, schnellstens dorthin zu kommen. Okay. Aber erstmal muss dein aktueller Qubit reichen. Hm. Aha. Was von Amelie gehört? Nichts. Hoffen wir einfach, dass es ihr gut geht. Und machen wir weiter. Das würde sie von uns erwarten. Wie dem auch sei, schau beim südlichen Verteilerzentrum von Lake Nord City vorbei, bevor du aufbrichst. Viel Glück da draußen. Südliche Verteilerzentrum von Lake Nord City, okay. Ich habe deinem TCK den Seilrutschenbauplan hinzugefügt. Der kann Seilrutschen! Für den Aufbau benötigst du zwei Verankerungen. Warum solltest du Fracht über Flüsse und steile Hänge tragen, wenn du sie einfach durch die Luft schicken kannst? Oder? Wenn du sie ausprobieren willst, kannst du die Verankerungen vor meinem Labor nutzen. Viel Spaß! Das Signal ist. Die Nachricht lautet, Fragile hat Zeit und würde dir helfen. Such einen privaten Raum auf, um dich von Fragile schicken zu lassen. South Nord City scheint am nächsten zu liegen. Geht natürlich deutlich schneller als zu laufen. Allerdings kannst du dabei keine Fracht mitführen. Deine Entscheidung. Behalte die Option einfach im Hinterkopf. Hä? Hm. Warum soll ich mit Fragile reisen jetzt? I mean, so, wir sollen jetzt an sich Testadon besuchen, dann müssen wir hinten hin irgendwo. Das hier wahrscheinlich anbinden. Denn I don't know, wo das nächste ist. Das ist die Verbrennungsanlage. Irgendwo hier hinten. Und dann irgendwo hier oben dann landen. Wo hier dann auch noch was sein soll. Hier wahrscheinlich. Hier ist die andere Base. Nicht die Straße lang. Ja, ne? Und dann wahrscheinlich. Ne, das ist bloß ein Dings. Da, I don't know, hier, ist die andere Base, und da ist die, wo wir auch hin müssen, I guess. I don't know, ob Gro jetzt einfach das jetzt gehört hat, oder nicht, er hat aber nichts dazu geschrieben, er glaubt, er schreibt was immer, schreibt es, und geht danach wieder. Weil, ich meine, laut Chatbot ist er da weg, aber zum Beispiel Abigo ist immer da. Ich glaube, wir wollten damit sagen, dass wir einfach heißen und schneller reisen können, aber von zu Hause nicht, aber why, wir haben ein Fahrzeug, ja. Hinter der Kostbären, oder? Da am Handy war leer. Willkommen zurück, Ralf. Habe ich erwähnt, dass dein TCK jetzt eine Seilrutschenoption hat? Mhm, was erzählt? Nämlich, setze Verankerungen und verbinde sie mit einem Seil und schon reist du in Rekordzeit von A nach B. Probier's mal aus. 3 Meter Entfernung, okay. Aufbrechen. Dann passt es ja nichts, Ralf. Auftrag zugewiesen. Okay, dann versperren wir einfach raus hier. Frechheit. Wir sind nochmal hin und dann nehmen, sammeln sie. Ja. So, müssen wir hinreisen. Hier ist ein kurzrechialer Kristall. Was ist Sache?
Und die Cam wieder aus beim Fahren. Was ist das für ein komisches V? Ist das ein Straßenbaugerät da oben? Hm. Achso, das ist das Seilrutschenteil. Achso. I understand. Ja. Hm. Ja, schwierige Sache, jetzt hier runterzukommen irgendwie, ne? Also. Oh. Hm. Versuchen von der Cosplayern aus lang zu kommen da. Gucken. Wie ich das verhält. Vom Weg her. Ob das besser ist. Apigori ist wer da. Aha, aha. Oh Gott. Verlorene Fracht. Ja. Cool. Wir sind doch irgendwie runtergekommen. War ein kleiner Geburt, aber. Das eine. Von den Frachten, die wir brauchen. Und da sind die anderen, okay. Du machst ja noch so, Rev. Ah. So. Wo ist Cam, Bitch? Ja, hallo, Girl. Gerade kleine Bitch, du, ja. Cam ist nicht da, weil, wenn ich, weiß ich nicht, wenn ich mit dem Fahrzeug hier fahre, dann ist es übelst am eskalieren und ruckeln. Und ich weiß nicht, wenn ich die Cam ausmache, dann ruckelt es nicht ganz so hart und es ist erträglicher beim Zugucken. Und deswegen ist die Cam aus beim Fahren. Aber jetzt ist die Cam wieder da, natürlich, ja. Natürlich. Valhalla spielen. Spielst du Assassin's Creed Valhalla? Seit wann, Rev? Seit wann? Deine Cam laggt aber. I know, ja. Yeah? I don't like it, but I can't do anything. Also was heißt anything, aber... Also ich müsste halt irgendwie mir... Oh Gott. You're nice. Einen besseren Prozessor kaufen, aber das zieht gar nicht ein, ja. Ich bin immer die ganze Rechner gleich neu. Eine. Sad life. Ich denke, was liegt am Spiel aber auch halt mit, dass mein Prozessor komplett stirbt dabei. Ich sag mal, ich werde ihn nochmal übertakten jetzt ein bisschen und gucken. Er wird sich viel bringen. Aber vielleicht macht es ein bisschen besser. Muss ich zeigen, ne? Was ist mit dir los? Ich habe die ultimative Version damals aufgestellt. Aber was ist mit dir los? Wir haben wahrscheinlich mal Hala gesagt, oder? Ich glaube nicht, oder? Wie war ja ein Tag, Papi, ja? Und das ist schönes gemacht. Bald ist Arbeiten dran, ne? Nächsten Monat, oder? Ja, nächsten Monat ist Arbeiten dran, ne? Freust du dich schon? Natürlich freust du dich schon, weil es frage eigentlich. Jeder geht gerne arbeiten, ja? Hm. Ich auch. Und die Cam, Alter. Ja, die eskaliert komplett. Oh, ne? Bis bald. Ich hoffe, du hast schon dich gewöhnt an nur Toastbrot essen, ja, mit Brühe. Ich bekomme einfach Geld, alles ausgegeben für Valorant Skins, ja. Mein Tag war wundervoll. Wundervoll klingt sehr gut. Was hast du dir Wundervolles gemacht? Ich würde auch gerne einen wundervollen Tag haben.
Und dann seid ihr zurückfahren. I mean, warum bin ich anders? Das erste Ausbildungsgehalt. Oh Gott, das ist so schnell weg, ja. Wir können es gar nicht gucken, ja. Das wird echt interessant. Klar, Film gucken, sonst nichts. War aber entspannt. Hä, das ist ja ein richtig entspannter Tag. Komm, arbeiten, ne? Wird das interessant für dich? Weil du darfst jetzt nichts machen müssen. 4 Monate oder so? Bestimmt noch mehr. Das ist jetzt maximal tief entspannt, um den so mitzukriegen. Was? 8 Stunden am Tag arbeiten? Körperliche Arbeit? Gar keinen Bock am Essen, bist du komplett zerstört. Safe. Und so, gar keinen Bock auf Arbeiten. Aber Leben ist hart halt, ne? Naja. Wird schon. Muss schon, würde ich sagen. Und dann verlasst du ja nicht, ne? Aber na klar. Ich meine, du hast hier einen Beruf aktiviert, auf den du Bock hast. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Und dann, denke ich mal, der macht es auch Spaß. Ne? Auch wenn die Arbeit ein bisschen anstrengend ist. Wenn sie Spaß macht, ist die Arbeit nur halb so schlimm. Ja, geil. Genau das wollte ich nämlich nicht. Ja, habe ich. War das auch nach allen Pflegern oder irgendwas, ne? Ist an sich halt auch ein wichtiger Beruf. Also, why not? Oh Gott, Alter. Diese Fahrzeugphysik! Ah! Okay. Wir haben es irgendwie hier rumgeschafft. Yes, boy. Okay, girl. Ja, da kannst du alle Omis füttern und mit denen reden, mit den Karten spielen. Alter, noch was Einpfleger noch machen. Einfach auch so generell so. Den helfen beim Anziehen und so. Crazy, crazy, ja? Mal so schnell geht es, ja. Ich weiß, ob wir Minecraft gespielt haben und jetzt bist du am Worken, Alter, bald, ja. Rank a Sheet, ja. Ja, ist nice, finde ich. Ne? Natürlich. Und es ist halt auch eine wichtige Aufgabe halt, ne? I mean, hey, ich bin auch bald so alt, dass ich gepflegt werden muss. Ich fühle jetzt schon. Oh Mann, ey. Ja, werde alt. Oh Girl, du bist noch nicht alt. Also vielleicht zu mir. Ha! Ich bin alt. Ach so, ja, in der heutigen Snackbox waren Mike und I Cotton Candy drin, ja, das sind so kleine, ach, kleine Gelee-Teile. Do you want something like that? Bin, alter Knacker. Ja, knackig bist du, aber alt? Nee. You know, dass du die Tüte aber abholen musst, ne? Ich pack's in die Papi-Tüte rein hier, ja? Die Cam ruckelt hart, Alter, das nervt mich, ey, wirklich. Was, wenn ich die Karte aufmache? Ist der besser? Ja, guck mal, jetzt ist besser. Ey, ich hab die Grafik auf das niedrigste runtergestellt, ja, und das ist genauso scheiße, ey, was ist denn das so? Guck mal, du kriegst hier... I don't know. Yes, I know. Okay. Von jedem kriegst du 2. Liebe diese Tüte. Ja, das wird immer voller hier drin, ja? Haben saure Würmer drin, irgendwelche Bonbons, irgendwelche sauren. Die Gelee-Teile. Welche anderen Bonbons noch? Crazy shit. Ich meine, ich habe ja noch mehr immer hier. Aber du bist ja nicht da und ich hätte nicht gefragt, ob du es haben möchtest. Yum yum, oh yes. Yum yum. Die gute Daddy-Tüte mit dem Herz drauf, ja? Warte mal, sieht man das? Ja, man sieht es ein bisschen. Alter, dieser neue Schubkasten, Alter. Der ist richtig nice. Der ist so gedämpft, Alter. Mega smoky dazu. Ja. Daddy. Ja, die ist schon natürlich drauf. Mit dem Herzchen hinterher. Mhm. Ich schenke dir Süßigkeiten, ja? Bin ich denn deine Sugar Mami? Ah,
Fuck. Yes, Mommy. Oha. Auf deine Sugar Mommy, ja. Easy, ja. Wollte ich schon immer sein, ja. Das kann ich ja nicht sein. Danke, danke auf jeden Fall. Danke, Ange, natürlich. Das war so weit. Ach, schön, dass jemand winkt. Was passiert noch so schön ist? Streams wieder, dann kann ich wieder zugucken nebenbei. Ja, gleich lurken. Meistens bis hinten nehmen wir einfach offen. Mach was anderes. Ach ja. Was hast du schon gegessen? Ich hatte heute Nuggets frittiert mit Pommes, ja. War ganz nice. War ganz nice auf jeden Fall, ja. Doch. Wir hätten vielleicht nicht so lange vertösen sollen, aber okay, doch, war ganz gut. Angeforderte Fachliefern. Ja, machen wir das. Salat, Putmusstreifen. Oha, das klingt richtig nice. Das klingt lecker. Ich hab schon ewig keine Klöße mehr gehabt. Ich weiß nicht, was für Klöße ich essen soll halt, ne? Also mit was ich Klöße essen soll. Oder so. Aha. War es auch. Dies glaube ich dir, ja. Und ich esse ganz so viel frittiert, das war einfach eine Fritteuse, aber ich das ausführen möchte, das ist so, es schmeckt mega nice, aber I know that's very, very ungesund, ja, aber es ist so lecker und nicht so, na, ab und zu ist gut. Klöße, ja, Klöße mit dem Fragezeichen drin. Ja, genau. Weil ich weiß es nicht so, ich habe so richtig keine Idee, was kann ich denn gut zu Klöße essen, was ich auch kochen kann, weil so, I don't know, was ist gerne zu Klöße, so, ich denke mal, so, ein Gulasch, aber ich habe noch nie einen Gulasch selber gekocht, ja. Da traue ich mir ja nicht so richtig ran an Gulasch halt, ne? Chemikalien können jetzt die OCA-Einrichtung verwendet werden. Die Menge an. Okay. Du hast nichts gesehen. Oh Gott, sie bedroht mich mit dem Messer. Please, no. Please, no Messer, ja? Please, no Messer, okay. Gulasch ist easy. Wirklich? Habe ich diese Woche noch Zeit, Gulasch zu kochen? Weil ist ja morgen kein Tag. Morgen ist ein Donnerstag. Nee, ich schaffe kein Gulasch mehr zu kochen. Oh no. Wenn du willst, schicke ich dir Gulasch. Nee, Ref, alles gut. Ich koche, wenn denn, ein Rezept, was mir mein Daddy geschickt hat, ja. Was wir, als fertiges Datum, folgendes verfügbar: Truck Defensiv. Weil das ist ein Truck Defensiv. Terminbutt erhöht. Oh yes! Autonome Lieferbots ist erhöht worden. Achso, wenn stehen wir haben jetzt mit 2. Hehe, yeah. Schieb mir ein gutes Rezept. You know, I think du kennst ein gutes Rezept, ja. Du kannst ganz gut kochen. Und dann probiere ich das aus. Ich meine, wenn du das hinkriegst, dann krieg ich das bestimmt auch hin. Weil ich glaube, ich würde so uns Kochskill-mäßig würde ich sagen, sind wir fast gleich auch. Du bist ein bisschen besser vielleicht. Aber so ansonsten würde ich sagen, sind wir fast gleich auf. Du bekommst das von meiner Oma. Oha, dankeschön für das Geheimrezept von deiner Omi, ja. I mean, Rezepte von der Omi sind meistens die besten Rezepte, ja. Weil einfach, ich weiß es nicht, die schmecken einfach immer am geilsten, ja. Egal, was es ist, ich habe auch ein Rezept für Kartoffelsalat von meiner, nicht von meiner Omi, aber von der Omi. Das ist mega nice, ja. Ich muss unbedingt mal wieder Kartoffelsalat machen. Der ist richtig nice. Ja, Ref, der ist mit Mayo. Und ich habe neulich welchen probiert mit Essig. Und ich fand den scheiße, Ref, ja. Und der war auch so traditionell gemacht, aber ich fand den nicht geil, ja. Aber ja, Omi-Rezepte sind die besten, ja. Und Omi sind auch die besten, ja.
Achso, ja. Oder magischer Auftrag. Du bist hier stets willkommen, Sam. Muss sind toll. Dead? Absolut richtig, ja. Du kannst gut kochen und du kannst immer fragen, wenn du Hilfe brauchst. Keine Ahnung, wie bügelt man Hemden, Oma? Und dann zeigt sie dir das, ja. Oder Wäsche waschen. Alles, wenn du Haushalt fragen kannst, du immer eine Omi fragen, die wird dir immer helfen können, ja. Ja, und du irgendwelche Hausmittel sagen, keine Ahnung, wie kriege ich Blutflecken aus Bettlaken raus. Dann dachte ich dir, keine Ahnung, mit Zitronensäure und Natron. Und denkst du, ja, what, what? Aber ja. Funktioniert irgendwie denn. So. Verbesserte Version des normalen Trags. 6 elektromagnetische Schildeinheiten wurden hinzugefügt und verringern die Frachtkapazität des Trags anbieten. So zu fällt, solange der Akku. Achtzustimmen, dass der Akku sehr schnell leer wird. Achso, also diese Stun-Pfeile ist es resistent, aber ich kann nicht gut durch Wasser fahren, das ist eigentlich kacke dann. Für mich im Endeffekt. Wollen wir einen Vater liefern? Einfach abliefern ist egal. Was machst du denn so? Papi, streamst du heute noch? Oder was machst du heute noch? Weil es immer doof mit Oberlippenbart. Mir hängt immer dann so die Flüssigkeit dran, jetzt der Orangensaft. Und man muss einmal so. Immer so diese Wischgeste machen. Das ist immer so nass. Das ist richtig weird. Aber ich muss sagen, ich bin da echt reingewöhnt, ja? Nee, wahrscheinlich gleich Film gucken. Was guckst du für einen Film? Ich überlege auch schon. Aber mir fallen nicht mal so viele coole Filme ein. Ich denke so, boah, mega nice, ich will unbedingt gucken. Und ich so, I don't know. Was ein cooler Film. Vielleicht kannst du mir noch einen coolen Film empfehlen. Weil ich wollte jetzt Suicide Squad gucken. Ich muss gucken, wo es den gibt. Auf Netflix oder so. Oder auf Amazon oder so. Gucken, weil ich mit Loretto und so gucken. Mal gucken, ne? Kurz weg, okay. Also bis in der Stundenref, ja. Muss ich selber noch gucken. Ja, ich kenne dies auch. Ich sitze da. Und dann nicht so, nee. Ach, da habe ich auch keine Lust. Darauf auch nicht. Darauf auch nicht. Ach, den, nee. Den habe ich schon mal geguckt. Und weißt du, ich habe im Fernsehen einfach so ein Zufallsbutton, einfach zufällig irgendein Film abgespielt. Und meistens ist es doch schon weird. Aber man guckt es dann trotzdem an, ja. Ich habe neulich so ein ganz alten James Bond Film geguckt, der war richtig hart cringe. Also richtig schlecht geschauspielt. Der schlägt so am Gesicht vorbei und der Typ dreht sich dreimal, fällt irgendwie auf den Tisch und es ist so richtig dumm gemacht, aber war echt funny, ja. Und so, ja, das Frauenbild war dann noch ein ganz kleines bisschen anders. Ich weiß nicht, 1970 oder wann die ersten James Bond gedreht wurden. Das ist doch eher her, oder? Noch länger her. James Bond-Filmreihe. Oh. Wikipedia bitte, ja? 1962 ist der erste rausgekommen. Irgendwann einer von den ersten war das. Gibt's da keine Tabelle? Wikipedia, doch, da gibt's eine Tabelle. Irgend so einer, ich glaube Goldfinger habe ich geguckt, glaube ich. 1964. Jetzt ist es ein bisschen her, ja? Die sind jetzt 60 Jahre fast, ja? Ah, das ist schon ziemlich cringe gewesen, aber irgendwie fand ich es auch gut, ja. Und deswegen, das hätte ich mir niemals angeguckt, aber durch dieses random Ding, ja. Letzte Woche Shows, da habe ich so, nee, okay, das gebe ich jetzt grübelt sich an, ja, aber. Ja, ne, das ist echt, echt alt, ne? Und guck mal, und du, ja? Du junges, cutes Ding, ja? Daddy, du sagst, du bist alt, ja? That's a fucking lie. Geh nicht ein. Ich denke, mein Auto ist ein bisschen Rost, nicht so? So viel Rost ist da gar nicht. Ah, das ist.
Ja, ist okay, ne? Ein bisschen, aber die ist. Einmal durch die Waschanlage ist es wie neu, sag ich euch, ja. Haben die Aufträge für mich direkt da? Mal gucken. Ich hätte auf Acht gehabt, Mensch. Aufträge? Ja. Wer ist denn das, Alter? Wer ist denn Peter? Lieferung frische Pizza, Peter. Okay. Ware recht tragen, finde ich gefragt. Dann kriegst du eine Pizza, Boy, würde ich sagen. Klöße möchte zwar eher liefern, aber wenn du Pizza möchtest, dann kriegst du eine scheiß Pizza von mir, ja. Pizzen sollten beim Transport immer liegen. Und zwar waagerecht, damit das klar ist. Okay. Also versuch gar nicht erst, sie in deinen Rucksack zu stopfen. Ansonsten gibt das nämlich eine Riesensauerei. Eine frisch gebackene mit Iberkus-Schinken belegte Gourmet-Pizza. Der Behälter muss flach getragen werden, sonst ist die Pizza ungenießbar. Ja, ne, ich würde einfach sagen, einfach auf Fahrzeug umladen, oder? Easy Kohle gelöst. So, lass es mit dem Autowagen losfahren. Oh shit, wir haben schon Zeit. Nur ein bisschen beeilen. Und die Kameras machen, oh lol, ganz vergessen. Das Stream Deck guckt auch schon jetzt, ja? Das Stream Deck guckt auch. Das ist, guckt natürlich alles halt, ne? Wir müssen noch da? I don't know. Weil ich musste da was zeigen mit dem Chatboard, fällt mir gerade ein, ja. Aber I think du bist nicht mehr da, oder? Oh, sad. Machen Sie bitte das Auto an. Nein, warum sind sie das? Ah, yes. Okay, girl, okay. Und zwar wäre das ganz gut. Lass uns kurz hier irgendwie. Und zwar, ja, du siehst die Cheatboot, ja. Warte, ich muss dir das zeigen. Du siehst die Cheatboot, ja. Du gehst hier auf. Oh Gott. Auf. Lassen Sie mich gucken. Einstellungen und Moduls. Und dann bei Updater musst du hier oben den Haken rausnehmen bei automatisch Updates. Den nimmst du raus, sieht bei dir aus, machst du raus und drückst hier oben auf Änderungen speichern. Und dann ist cool. Because die haben alle automatische Updates drin, die Boots. Und das ist nicht so cool, weil die machen alle zum gleichen Zeitpunkt Updates und dann funktioniert gar keiner mehr, weil sie alle halt zum gleichen Zeitpunkt das Update runterladen, installieren. Und das funktioniert halt nicht, wenn das 6 Bots gleichzeitig machen. Deswegen. Und weil ich ja nicht in dein Bot reinkomme, habe ich dir das gesagt. Dankeschön, Cutie. Ja. Hast du gut gemacht. Oh no, please, no GD, no shit, Alter, scheiße, die Pizza, oh Kacke, Alter, oh nein, Kacke, Alter, Kacke, V ist abschütteln, Kacke, Alter, shit, oh scheiße, Alter, renn doch, Sam, Alter, renn, Alter, Boy. So.
Danke. Sind wir leider ein GD reingefahren. Okay, dachte ich es beschädigt, aber alles gut. Alles gefragt, ist nicht beschädigt. Oh, das war Klaus. That was Klaus. So, lass uns schnell noch die Pizza wegbringen, denn Emil hat Hunger auf Pizza und der kriegt die Pizza, ja? Die große Krabbe Pizza. Ist die Pizza, sie ist so ehrlich knusprig, ja? Glaube ich, irgendwie so ging das. War das aus dem SpongeBob-Film? Den wollte ich auch mal wieder gucken, der erste SpongeBob-Film. Wait. Mein Papi hat einen Clip gemacht, ja? Ich habe das Gefühl, da ist ein Doppelpunkt, Klammer zu. Das kann doch was cute sein, ja? Gucken wir uns den Clip an. Ja, das ist so mein Feeling, wenn ich Twitch aufmache. Ah! Ja? Hast du gut gemacht. Dankeschön. Cute. Okay. Okay, das ist also geklippt. Ich verstehe, ja. Das kannst du dir jetzt als Nachrichtenton reinmachen, ja? Hast du gut gemacht, ja. Ich so, oh ja. Meine Mami mag mich, alles ist gut, ja. Was soll Schlimmes passieren, ja? Ich hab eine Mami. Die sagt, ich hab's gut gemacht. Was gibt's Wichtigeres? I don't know. Okay, Klöße sind doch wichtiger. True. Aber danach. Yeah. So, und das ist die Pizza hier abliefern. Schnell ist gut. Die müssen ja ein bisschen fahren. Aber ich meine, wir haben einen Autowagen und das geht doch relativ schnell schon. Wir müssen noch einen Lastschirm nutzen, gucken, wer das hat. Ich hab noch nie da oben drin gewesen beim Typen, ne? Please noch runterfallen hier. Danke. Okay, Mami, muss gehen. Guck jetzt. Film, wie viel Spaß noch. Oh, Dankeschön. Ich wünsche auch, dass ich was beim Film gucken. Bitte denk daran, mir das geile Gulasch-Rezept von deiner. Oh Gott, no. Das geile Gulasch-Rezept von deiner Omi zu schicken, please. Okay, ja, ich will Gulasch kochen, ja. Die auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Film gucken und so. Und dann kannst du mir schreiben, wenn du dran denkst. Schreibe mir dieses Gulasch-Rezept. Wenn du denkst, dass du bestimmt was für einen Film geguckt hast, aber ich bin schon froh, dass ich das Gulasch-Rezept habe, ja. Da habe ich echt Bock drauf auf Gulasch. Mit Klöße, Alter. Mach ich. Dankeschön. Warte, ich finde irgendwo auch noch Herzchen rum, Border. Da sind Herzchen rum, Border. Wo sind sie? Dann kommen sie an. Da kommen sie an. Ha! Wo ist die Cam? Hallo Max, Cam an Abayala. Abayala. Herzlich willkommen, Jasmin. Schön, dass du da bist. Wie du vielleicht unweigerlich mitbekommen hast. Grogu, das stream ein bisschen, weil das Spiel doch sehr prozesslastig ist. Und das Problem ist halt, wenn ich die Cam anhabe, Grogu das Spiel noch härter. Beim Fahren habe ich das jetzt aus, die Cam. Aber sobald ich stehe, ist alles cool. Und dann mache ich die Cam wieder an. Und jetzt stehe ich hier. Das ist das Falsche. Da, so. Schön, dass du da bist, Jasmin. Freut mich, ja. Und deine Cam ist auch hier. Gleich ist sie da. Spiel aus. Spiel ein anderes Game. Ist ja bald durch. Die Sache ist, ich wollte am Freitag WoW spielen. Weiß nicht, ob es so hart laggt, ja. Ich wollte am Freitag WoW spielen. I know. Also ich und Dings und Steve und vielleicht du und Abigori, I don't know. Ich bin Freitag aber nicht da und Samstag bin ich auch nicht da. Also ich könnte erst am Sonntag. Ich weiß nicht, ob du am Sonntag Zeit hast. I don't know, aber ich habe Sonntag Zeit. Ich würde es auf den Sonntag verschieben. Ich habe also erstmal, dass du da bist, dass wir es nochmal abklären können, I guess.
Aber Sonntag könnte ich denn dann erst, weil Freitag und Samstag geht absolut nicht. Da bin ich nicht da. Da kann ich leider nicht streamen. Habe ich dran gedacht, ich lag euch im Bett so zu. Shit, ich hab doch was vor. Wieder da. Was heißt. Der Nut-Typ ist strict. Spielst du gerade der Padella-Treff? Ne, wo war das? Shellshock? Wo war denn das? Sonntag muss ich früh ins Bett. Naja, Jasmin, ne? Sonntag, ich fange ja, Samstag, Sonntag fange ich ja ab 15 Uhr an. Und ich glaube nicht, dass du 15 Uhr ins Bett gehst, ja? Ich meine, wir werden wahrscheinlich nicht 6 Stunden WoW spielen, da werde ich dich enttäuschen müssen, ja? Wir spielen vielleicht so 2, 3 Stunden, denke mal, WoW, dann reicht's auch. SnowRunner! Ref, ich kann dir jetzt aus dem Kopf nicht sagen, aber guck mal, es gibt so eine Erfindung, ja? Ist jetzt nicht, wenn man James Bond wissen will. Wenn man einfach eingibt auf Google oder eine andere Suchmaschine, der Nut-Typ ist strict. So. SnowRunner. Surprise, und jetzt kommen. Welche Lösung? ach, stimmt, HXD. Ja, also wie gesagt, dann sehen wir uns denn dann beim WoW-Spielen am Sonntag. Oder wie? Oder was? Müssen wir eigentlich irgendwas vorbereiten, groß? Ich meine, ich weiß nicht, wie ich mich runterladen. Wie groß ist das circa? Brauche ich extra Launcher, glaube ich, dafür? Oder reicht es diesen, na, wo Dings drin läuft? Wie heißt es denn? Overwatch. Glaube ich, da ist das gleiche Launcher wie Overwatch, ne? Stimmt, ich habe bei Battle.net noch gar nicht runtergeladen mehr auf den neuen Rechner. Ah. Noch irgendwas? Muss ich was vorbereiten? Die Testphase aktiviere ich dann erst, denke ich mal, ne? Keine Ahnung. Ah, okay, gut, dann gucke ich einfach. Wenn der Nut-Tip strict ist, kann ich keine Online-Dienste benutzen. Refi, gibt's doch was. Ich sehe das mit Portfreigabe und sowas. Ich würde generell aber nicht sagen, dass Support. Ref, gib keine Ports frei, weil das ist dumm. I don't know, Ref. Probiere das ohne VPN und so, weil das kann auch dazu führen. Ja, ist gleich Launch Overwatch. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Den muss, weiß ich auch, wie ich den WoW runterlade. Kann ich das runterladen, wenn ich jetzt nicht das Abo habe? Dann weißt du, ob ich das nicht starten kann oder spielen kann, oder? Oder kann ich es nur runterladen, wenn ich das Abo habe? Ich gebe da 14 Tage Testzeit rum irgendwie, ne? Mann, was ist denn das hier, Alter? Das gibt mir echt auf Piss. Aber was ich mache? Grafikeinstellungen? Jo, Fenstermodus will ich definitiv nicht spielen. Ich kann die FPS auf 30 runterstellen, ja, sehen Glückwunsch, aber. Warum ist es auf Benutzer definiert? Meine Fresse. Ja. Ja. Ist alles aus, ja. Außer Wiesig. Alles klar, bleiben. Auf Xbox. Chef. I don't know. Wie kann ich das ändern? Chef, dann google das. Ich weiß es auch nicht auswendig. Ich habe das Problem auch nicht gehabt. Mach das verdammte Game aus und spiel was anderes, wenn es dich nervt. Was steht im Weg? Mensch, ist Kind, ey. No, no, no! Ich weiß, es ist doch natürlich das Fahrzeug, aber sonst ist das Game ist mega nice. Macht richtig Fun und so. Ich verstehe bloß nicht. Also klar, es lastet mein Prozessor halt komplett aus und dadurch ruckelt es halt einfach halt, ne? Ist das Problem, what we have hier, ne? In dieser Situation. Was, da hinten soll ich eine Pizza hinliefern? What? Okay. Hör noch nie. Wenn das durchgespielt ist, ich weiß nicht, was danach kommt. Ich habe keine Ahnung, muss ich gucken, ne? Ich wollte eigentlich noch ein paar Koop-Games spielen und so, aber die ich rausgesucht hatte, die sind einfach kacke, weil die bloß im Splitscreen funktioniert. Ich dachte, ist das euer scheiß Ernst? Why Splitscreen, ja? Why? Nur lokaler Splitscreen? Und ich so, okay, komm, ne, das fällt schon mal aus, ja. Boah. Ey, war ein Tag so, Jasmin. Was hast du Schönes gemacht? Was hast du erlebt? I don't know. Tell me about.
Your day. Mal kurz rülpsen. Das war ein bisschen grenzwertig da. Kurz mal unser Pferd noch aufladen. Oh, es hat sogar ein Like bekommen. Mensch. Was ist da unten? Ganz kurz, diese muss ja auch. Nix! Klingt doch nach einem nice Tag, würde ich sagen, ja? Wie gar nichts? Ich meine, ich habe ja auch schon wenig gemacht. Ich habe bestimmt 6 Stunden TikTok geguckt, ja? Aber das noch wieder als ich gemacht. Das ist schon eine Kunst. Nicht mal WoW gespielt oder Apex? Hast du Apex schon gehabt? Think, oder? Jetzt hast du Apex gespielt. Joa, I don't know. Wie machen wir das mit WoW spielen denn dann? Schicht ihr mit einer Friend Request oder ein Aquarium aufgebaut? Oh, das klingt doch mega interessant. Aquarium, hast du vorher schon eins gehabt? Oder hast du jetzt einfach ein neues gekauft, weil das alles zu klein war oder irgendwas Neues haben wolltest? Oder wie, warum hast du ein neues Aquarium gekauft? Oder warum hast du eins aufgebaut? Ich finde das, ich habe auch irgendeinen YouTuber. Als auch das YouTube-UFO gab, der doch der eine, ich weiß nicht wie er heißt, Alter. Auch am Aquarium, da habe ich die echt verfolgt, weil das hat mega interessant, so was der gemacht hat. So, aber ich würde nie selber ein Aquarium haben wollen. Aber ich fand das Thema doch schon ziemlich interessant, wie viel Zeug du doch da achten musst, ne? Wie viele Kleinigkeiten es da gibt, die wichtig sind, ne? Die er beachten muss bei der ganzen Sache da. Das fand ich doch echt schon ziemlich interesting. Deswegen, tell me something about your aquarium, girl. AFK, okay. Denn, viel Spaß, I think. Raucht der? Nee. Frag Gourmet-Pizza. Anfragen tragen. Ist die Gourmet-Pizza richtig getragen? Ja. Liefer, angeforderte Fracht liefern. Gourmet-Pizza, eine 5 Kilo Pizza, ja? Die würde ich auch mal essen. Zeige Leistungsbeurteilung. Gibt's hier kein Gesicht? Nö. Hätte jetzt straight Weg zu dir genommen? Mhm. Lieferung in einer Abgelegenheit sind wir noch 10 extra. Das ist nicht der Idealzug, denke ich mal, ne? Aber ich finde ihn eigentlich nicht schlecht. Awesome! Das hat nicht gereicht für den ersten Stern. Vielen Dank für die Unterstützung. Gute Arbeit. Das war's? Das ist einfach so ein Punkt, der Airbus für diese Pizza war oder was? Ja. Weirder Shit, Alter. Die Karre wird immer rostiger. Warte. Verloren. Eine Fracht. Begleiter, glaube ich, wie im Legend City. Oh ja! Das ist einer von den Half-Life-Würfeln, ein weiterer. Aha! Viel zu kompliziert, den Nut-Typ ändern. So eine Kacke. Na, inwiefern, was musst du da machen? Was hast du da draußen gekriegt? Wait, was ist da hinten, Alter? Oh, das ist hier hinten. Ich weiß nicht, was. Also, Nut-Typ und Kämpfung sind mit Porzellan. Porzellan ist einfach der falsche Weg. Das ist eine Kacke, da ist irgendwas falsch drin. Ich weiß nicht, was du machen musst, ne? Was ist das denn für ein Gelände, Alter? Boah, das ist schon... Ist das wirklich schon Legend City? Jetzt hätten sehen. Irgendwas im Router einloggen, was einstellen, Portal machen und so.
Das ist die falsche Sache, dann, Ref. Polster geben? Auf gar keinen Fall. Kann ich nur sagen, wie es ist? Gib auf keinen Fall Paul seine Mutter frei, weil das ist echt dumm. Weil das halt. Ja. Okay. Alles klar, Bruder. Übertreib halt nicht, Alter. Dem Hologramm. Weil er einfach halt dich Angriffe macht von außen, dein Netzwerk. Und das willst du auf jeden Fall nicht, dass du irgendwelche Ports offen hast. Vor allem, weil du auch nicht so viel Ahnung davon hast, Ref, empfehle ich dir erst recht, nie irgendwelche Ports zu machen. Da, lass bitte auf jeden Fall die Finger weg. Solange es um Ports zu machen geht. Das sollte man echt wissen. Da habe ich sogar auch keinen Bock drauf, auf Ports zu machen. Ich so, nee. Nee. Nee, 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 nee. Ich muss noch hier rumfallen, müssen wir hier durch die Tür durchfahren. Ein Rostebusiness-Fahrzeug, würde ich sagen. Aber passiert. So. Yep. Crazy. Oh, ich habe übrigens eine Kleinigkeit für dich vorbereitet. Du kannst sie jederzeit mitnehmen. Watch them. Oh! Ja! Weiß einer noch, was das ist? Er möchte sich ja Kenny zeigen, hat dir ein Ventil geschenkt. Oh mein Gott, Alter, warum machen die so eine Easter Eggs hier rein, ja? Dieses Ventil, was ihr eben gesehen habt, ja? Ist. Ich finde was am Logo. Das ist in den ganzen Wahlspielen und das im Logo. Ich möchte nicht Google Lens, verpisst euch, Alter. What the heck? Auf jeden Fall habe ich dieses Ventil geschenkt bekommen, was in diesem Kopf drin ist. Das gibt es auch im Auge und so halt, ne? Das haben wir gerade bekommen. Nice. Ist mir immer eine Freude, Sir. Mir auch. Gute Abend. Neuer Abend. Habe ich das jetzt? I know, wo es ist. Ich würde sagen, wir wollen zurück zur Base, oder? Würde ich sagen. Aber mach ich dein Frachtmenü auf? Der war komplett Quatsch gerade. Boah. Boah, was wir trinken wohl die Klimaanlage mal. Ein bisschen warm, Alter. Da hängt sie auf. Und kommt langsam. Ah. Ach, ich hab meine Geräusche gar nicht gehört. Zelt, Alter, ich hab extra Geräusche gemacht, wie das wie, Alter, Mann! Ich kann da bis gehofft zu sein, würde ich sagen. Aber ach, was soll's. Ich kann mir bald reparieren. Mal los, weiter geht's. Hm. Was für ein Aufträge sind, ne? Innen und zur Basis fahren können wir noch
Ein paar Sachen noch abgemahnt sich eigentlich. Kann nicht schaden halt, ne? Aufträge schon, Aufträge für Sam. Warte mal, genau. Bots können wir auch noch was liefern. Dann. So, Ingenieur. Zu viele Likes. Zum Handwerker. Handwerker. Alles zum Handwerker? Ja, okay, ne? Der alte. Herzschrittmacher. Dringend, empfindlich. Und beim alten haben wir schlechte Erfahrungen gemacht. Das habe ich gebockt drauf. Der alte. Starke. Okay, mach das auch noch hier. Zertifizierung. Schrotthändler. Chirale Künstlerin. Nö, 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 nö. Ja, bestätigen. Wir würden sagen, wir machen einfach dann halt die ganze Sache einfach ins Auto rein. Würde es auch kurz reparieren lassen. Laden auf Fahrzeug, alles umladen. Oh, bist du voll, Alter. Aufbrechen. Ich weiß nicht, ob wir damit schaffen, dass die Fahrzeuge noch weiter das schaffen, ne? Ich weiß nicht. Oh, hätte mal was dringend, ja. Und dann wieder hochzukommen, ist ja ein Krampf, Alter. Mal gucken, wie es aussieht vom Status des Fahrzeugs her, ne? Wie viel Zeit wir da noch haben mit dem Fahrzeug. Kaputt ist noch nicht so kaputt, es geht das noch halt. Es sieht noch nicht so kaputt aus, würde ich sagen. Okay, vielleicht sollte man es doch reparieren. Möchte man vielleicht behaupten. Bestätigen. Kann man kurz reinschieben, da unten gerade. Mal wieder rausholen. Ist das Werk, welches eingeladen habe? Ich glaube nicht, oder? Ja. Bestätigen. Gibt's alles immer rum, denke ich mal, ne? Hä? Hä? Ihr könnt mich ja, dass meine ganze Sache wechselt, Alter. Ich krieg hier doch noch eine Macke, Alter. Das könnt ihr nicht machen mit mir. Ist das ein privater Spind? Ich weiß nicht, wo das ist, ne? Privater Spind? Ah, okay, da haben sie das gefragt. Okay, ich verstehe. Gut. Ach komm, machen wir alles Fahrzeug da, okay. Auf Fahrzeug laden. So. Fahrzeug laden. Genau, da haben wir doch dazu gemacht. Ich wollte sagen, ey, alles jetzt weg, das wäre es jetzt gewesen, ey. So. Schlaftabletten, Schlaftabletten. Zeitregen. Bei Holz. Alte Teile, Medizin. Ah, okay, das Herzschmacher, okay, ja. Wir gucken, wo der Herzschrittmacher ist. Wir können dann gleich mit den Lieferbots noch zwei Aufträge machen lassen, weil. I mean, why not, ja? Bietet sich ja an. So, und zwar Standardaufträge für Bots ausführbar. Boah, nee, ne? Nee. Und die werden einfach machen. Weil kann ich auch mehr auswählen. Jetzt kommt noch ein Bot raus. Oder da ist einer raus, denke ich mal, ne? Der macht seine eigene Musik, finde ich schon ziemlich nice. Man sieht doch nicht auf der Map rumlaufen, das können wir vielleicht irgendwie protecten oder so. Wäre ziemlich funny, würde ich behaupten. Wenn man auch nur seine, wie anderen Spielern, das wäre zu viel, glaube ich. Wird nicht übertrieben. Sieht das aus, der alte.
Der wohnt. Nach dem Handwerker, okay. Okay. Gut. Wenn wir erstmal Handwerker alles, würde ich sagen, hin. Oder? Nee, das war auch nicht, oder? Ich bin nämlich hier runtergefahren. Wir fahren jetzt zum Handwerker. Macht mehr Sinn. Es wird ein Cancel. Das gibt so ein 10, ja. Nur Gramm Proteine, nur Gramm Fett, nur Gramm Salz. Aber Zucker halt, ne? Also maximal 60 Stück essen zur Tagesration. Hab ich eingehalten, natürlich. Auf diese Größe von Kartons. Und die Früchte mal im gleichen abpacken. Das ist Größe drin irgendwie. Und da finde ich weird. Ich hätte auch keine Lust nach Amerika zu fahren. Nur um solche Snacks zu testen halt, ne? Und da wenn du so einen kaufst, irgendwelchen Shit. Natürlich noch cooler. Und da vielleicht frei wählen kannst du einfach halt. Das sieht crazy aus, das. Viel aber ab. Aber ich meine, okay, hier ist immer was anderes drin, ne? Ich habe auch eine ganze Menge erkennen eigentlich. Oh nein, mich gescannt. Oh Gott. Schnell gegenscannen. Ziemlich zu spät. Und auch so gute Snackbox geworden, ne? Eure Chance. 5% Rabatt zu bekommen. Hab gerade überlegt, ja, warum will ich den Laden fahren, ne? Will ich ja nicht. Was habe ich für eine E-Mail bekommen gerade, Alter? I don't know. Angeforderte Fracht liefern, bitte. Ach so. Die Bestellung wurde verschickt? Was wurde denn verschickt? Zähl mir da ein, was es ist. Wow, es war sicher nicht leicht, das alles zu tragen. Doch schon. Weil ich ein Auto habe. Ich hab einen LKW, könnte man jetzt eher schon nennen. Oh, der Einbauen wäre richtig, wenn man alle leer und die ganze Basis geführt. Ich habe übrigens was für dich zur Seite gelegt. Hm? Vielleicht kannst du damit ja mehr anfangen. Modifizierte Blutgranaten. Ja, eigentlich, weißt du, eigentlich habe ich da nicht so viel Lust drauf. Ja, auf 3 Stück sogar, ey. Puh, Mann, Alter, was zeugt der mit so viele, ey? Ja, wir legen die einfach. Ich will hier meinen privaten Spind. Deine Taten spenden mir Hoffnung. Das hat sich als beste Lösung rausgestellt. Die sind wahrscheinlich nicht schlecht, ne? Aber wir kommen halt nie dazu, dass wir fighten müssen. Denke ich so, ja. Den brauchst du nicht mitnehmen. Hab ich wieder hier. Packt jetzt ein Punk rein. Ich snack die ganze Zeit, weil sie auf dem Tisch liegen halt, ne? Und das steht alles schon erzählt. Ich bin gerade vor, dass ich wegkomme von den Zähnen. Und der snack ist schon wieder welche, ey. Schlimm. Ich musste wirklich jetzt wegpacken, diese komischen. Was ist das? Kauernbonks? Das ist einfach Zucker. Mais-Sirup. Mit Farbe, ey. Nicht mal Geschmack so richtig. So.
zwei Wasser zum Alten, würde ich sagen. Gucken wir jetzt ab, jetzt mal die Sterne sammeln. Ich finde den Half-Life und Zelda mega nice. Mega nice, dass sie sowas eingebaut haben hier. Weil ich finde, es ist so. Ich bin halt ein großer Half-Life-Fan. Für mich denke ich mir so richtig cool, dass sie es gemacht haben. Aber ich freue mich da echt drüber. Mehr als über die Fahrzeugsteuerung auf jeden Fall. Oh Gottes Willen! Was macht ihr denn, Alter? Fahrzeugphysik aus der Hölle, Alter. Mann, ich hätte Ref besser programmieren können, die Fahrzeugphysik, Alter. Und ja, das war Sarkasmus. Und ja, trotzdem ist es irgendwie wahr. No, warum muss ich so weit? Ich drück gar nichts mehr. Bremst du schon längst. Ich bremse doch! Alter! Ich bremse! Ich bremse doch! Er rutscht einfach auf der Stelle. Was ist denn das für eine scheiß Fahrzeugphysik, Alter? Die ist so kacke in dem Spiel. Vom so einen Berg hängen, Alter. Die ist, weiß ich nicht. Nur als wenn du halt so versuchst mit einem Eiswürfel auf einem Glastisch Mario Kart zu spielen, ja? Funktioniert einfach halt nicht. Es rutscht der Bus immer hin und her und macht was es will halt, und das ist echt scheiße. Sobald diesen Boost nutzt hier. Mit dem Eiswürfel auf dem Glas zu schmarrn, gerade diese Vergleiche, Alter, von mir. Wieder richtig nice heute. No. Oh, fahren Sie hoch. Fahren Sie hoch, Mister! Alter! Alter! Ich sehe es nicht ein, ne? Ich sehe es überhaupt nicht ein. Okay, so, jetzt haben wir hier hoch. Das können wir halt auch boosten. Da fehlt noch bessere Chancen. Okay, jetzt ist die Karre stuck oder was? Ja oder so, ist mir auch egal. Wir fahren halt so raus. Ey, wie? Wie, hä? Wie kannst du da jetzt... Ich fahr rückwärts, ich bremse. Er dreht einfach und wie er will, Alter. Was ist denn das? Ja, wow. Der Schwung kommt dann irgendwann erst später. Da kommt so in 5 Sekunden später kommt dieser Schwung. Der jetzt kommt jetzt Schwung, Alter. Du, Alter, fahr irgendwie mit der Karre hier hoch. Ist mir scheißegal, wie. Ich mach keinen Auftrieb mehr zum Alten, weil ich da jetzt keinen Stern hinkriege, ja? Weil. Jeder, was das für ein Hass ist, Alter. Was ich für Aggression hier aufbaue, wenn ich hier hochfahre, Alter, zu dem Typen, ja? Oh Gott! Wie kann man denn so eine Fahrzeugphysik? Ja, natürlich sind da Schäden jetzt dran an der Fracht, Alter. Surprise! Alter, das regt mich richtig auf hier, Alter. Ist nicht doch, was bist du für eine Fahrzeugphysik, Alter? Ich lenke nicht dahin und du fährst dahin. Why fährst du jetzt nach unten? Warum gibst du jetzt Gas? Ich geb kein Gas! Was machst du? Diese dumme Scheiße, ja. Ich fahre wieder den anderen Weg lang weiter. Weiß ich nicht, wie ich hochkomme. Ah ja. Schon ein bisschen verbrannt. Mutes alle jetzt noch. Und dann kill ich sie wieder. Und dann ein riesen GD-Gebiet. Yep. Und genau das ist wieder das, was ich nicht wollte, Alter. Das ist okay jetzt hier. Ganz kurz einen Boost geben.
Das Aufschauen hier, das ist super gefährlich, wie ihr seht, ja. Es gibt super viel Speed auf einmal, so ohne Grund und eine Richtung. Man kann das überhaupt nicht kontrollieren. Hören Sie auf! Was ist das, Alter? Du lenkst nach oben und rutschst nach unten, Alter. Was bist du denn für ein... Alter, warte, guckt euch das an! Wie kann denn so ein Scheiß funktionieren, Alter? Dann ist das so hart belastend, ja? Alter, diese... Also, nee, wirklich. Ja, ne? I see it's dringend. Ja, I know it's dringend. Bloß, was ist das, Alter? Bridges, Alter. Baut auch nicht Autos oder so, oder... Ah! Fickt euch doch einfach hier. Nee, wirklich. Was ist das, Alter? Ha! Was ist dein scheiß Problem, hä? Ich lenke, du rutschst einfach. Du rutschst gerade nach unten und ich lenke voll ein. Was ist dies? Was ist das? Nein, wie kann das? Das geht doch nicht, Alter. Ah ja. Gott, nein, bremsen wir schon mal. Oh Gott, zurück war ein Berg, Alter. Oh Gott. Mann, Alter, wirklich. Wie sieht's denn hier aus? Sieht doch ganz gut aus. Oh Gott. Was dreht's die Räder noch, hä? Wir stehen an einem... Oh Gottes Willen. Wie geht es, hä? Wie? Na, muss ich jetzt? Einmal. Gibt es so viel Gas? Ich verstehe alles nicht, Alter. An diesem Fahrzeug. Ey, sag mal so, wir haben es hochgeschafft. Die Frage hat zwar über Schaden dran. Warum wohl? Weil wir durch die Gegend fliegen, Alter, wie ein Flummi, Alter, wenn wir irgendwie einen Stein fahren mit Fuß. Ist halt eine andere Sache, Alter. Sich um Ladestation, ey. Ja, Waffen entdeckt, hat Mund. Liefern, angeforderte Fracht liefern. Yep. So. Danke, dass du mich wieder besuchst. Es ist immer schön, dich zu sehen. Gib mir auch so. Lieber alter Mann. Ja, gucken Sie es an. Ich esse jetzt mal eine Wiener hier. Ja, bitteschön. Großartige Arbeit. Vielen Dank. Hab mich da. So. Gut leid, ja. Ist die Sprocket auf dem Stern, ja. Mit so viel halt, ne? Ah, warum muss ein A? 3 Stück? Richtig Fahrtschaden? Ja, 1% halt, ne? Die selber zu lange, unter über 10 Minuten. Ah ja. Man hat den Titel erfahrener Kurier verliehen. Nicht einmal die schwerste Fracht hindert dich daran, fristgerecht zu liefern. That's true. Du hast Frachtzustand, dass er 40 erreicht. Du verlierst jetzt weniger leicht das Bewusstsein. Okay. Nice, I think. 8 Tonnen Material haben wir transportiert, Alter. 8 Tonnen. Na? Ein bisschen was. Ja, ich habe gesagt, dass die Regierung das Volk kontrollieren will. Mag auch so sein.
aber machen wir uns nichts vor. Ohne deine Hilfe wäre ich längst tot. Du hast alles gegeben, um mir meine Medikamente zu bringen. Ja. Ihr alle strengt euch unglaublich an, um das Land zu retten. Naja, jetzt muss ich mich nützlich machen. Und wenn ich meine Daten, mein Wissen und meine Erinnerung mit euch teile, helft ihr damit anderen Leuten wie mir? Ja. Es wäre eine Hast du richtig beschrieben? Verkommen zu lassen. Das ist auch richtig. Außerdem, alleine kommt man nicht weit. Das ist auch richtig. Ich glaube, tief im Innern wusste ich es immer. Aber erst du hast es mir vor Augen geführt. Bitteschön. Nimm mich auf. Ich bin bereit, dazu zu gehören. Easy peasy. Okay, wieder. Ja. Damit diese Animation anders, weil wir jetzt die neuen. Ich hab vergessen, wie sie es haben, aber. Genauso. Krass, das spektakuläre vorher. Einfach noch ein Punkt mehr drin. Ja, nice. Ausrüstungsherstellen und so weiter. Fogabgehender Frachtköder. Stimmt, da können wir keinen Laser hinstellen, weil es nicht mich rein letzt drin war, ne? Bin ich. Jetzt sehen vielleicht auch welche, ne? Fühlt sich gut an. Ich danke dir vielmals. Bis zum nächsten Mal. Bitteschön. No problemo. Por favor. Neuer Auftrag verfügbar. Weil ich sehe ein neuer Auftrag, den ihr für mich habt hier. Ja, fragt ab, ja, es ist mir egal. Schadaufträge. Nee, lenkt noch, will ich nicht zerbringen. Ich will aber jetzt zum Verteilerzentrum fahren. Ja, genau. Es ist jetzt so 27 Likes, aber I mean, liegt auf dem Weg halt, ne? Und von daher sagen wir so, ja, okay, komm mal mitnehmen. Wenn wir uns eh auf dem Weg liegen, können wir es auch gleich alles umladen ins Fahrzeug. Fotoalben. Das sind so richtig so alte neue Sachen. Jetzt haben wir uns gebraucht das Spielekonsole, jetzt das Fotoalben. Kissen sind alle gebaut worden. Sehr gut. Der Bot sich auf jeden Fall auch ein paar Likes verdient. Oh Gott, okay, haben wir so viele Likes jetzt gegeben. Der mehrere Bootrück. So. Fahren wieder runter hier. Wieder fahren übrigens andere Booten eigentlich. Noch ein Splitter. In der Berufskarriere. Das ist komisch, der Zunge hat sich gedacht, was ist das? Und jetzt habe ich es raus, das ist ein Knochensplitter gewesen. Ganz was Feines, ja. Ne, hatte ich nicht. Hast du wieder perfekt hingekriegt, ne? Voll. Oh, du hast echt nett dafür, ne? Sam, Alter. Porter Beardes, Alter. Kann ich noch Sam Porter Kekkes nennen, Alter? Wirklich, Alter, was machst du denn hier? Wie, Alter? Was ist denn? Ja, komm, mach doch irgendetwas, aber nicht das, was du jetzt hier machst, Alter. Meine Fresse, machen Sie doch nicht so einen Scheiß, please, ja, please, so, ja, 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 komm, wie auch immer ich da hochgekommen bin, keine Ahnung, Fahrzeugphysik macht keinen, oh, alles klar, Fahrzeugphysik macht ja keinen Sinn, wir müssen keine Karre springen, dass wir uns auch so, das ist dann eingesetzt, das Fahrzeug kacke ist einfach dann, das ist so eine komische Situation einfach dann,
springen kannst, wenn du stuck bist mit dem Fahrzeug. Oh, wie hier, Alter. Was ist das schon wieder hier? Was ist das, Alter? Was ist das? Oh, wo bin ich jetzt stuck? Hä? Wo bin ich stuck? An nichts! Mann, Alter, die Karre ist jetzt komplett stuck, Alter. Wirklich, ist das euer scheiß Ernst jetzt, ja? Ist das euer scheiß Ernst? Jo. Okay. Können jetzt hier aussteigen? Mal einsteigen, wie geht's jetzt? Aber. Und Boss sind darüber nicht springen und wir auf dem Stein hängen, können wir nicht raus hier mehr. Keine Chance. Keine Chance. Seht ihr das? Geil. Das ist definitiv so. Premium. Ach, steig doch nicht in die Karre rein. Ich hab F gedrückt gehalten, Alter. Steig aus der Karre aus. Die muss die Sachen jetzt auf den Rücken nehmen und zum Base laufen, Alter. So ein Scheiß. Dann mich lieber ein Foto auf dem Rücken. Das ist jetzt so, ne? Das ist jetzt auch nicht mehr ändern. Also, Scheiße. Wo das keine Energie hat, da unten ist der Leber noch, das ist gar nicht so groß wie ich dachte, ach so. Egal. Ach, was für ein Fahrzeug, dann nehmen wir das einfach, würde ich sagen. Und wenden wir einfach das für unsere Zwecke und fahren einfach zur Base und müssen nicht den ganzen Weg einfach hin und her laufen halt, ne? Danke für das Fahrzeug, Mister. Zeug lackiert und so, aber ja, passiert halt, ne? 80 Keramik, Alter, wie geil wir die mittlerweile sind, ja. Was craften wir, dann craft ich es einfach und das mit der Ressource verbraucht man nicht, egal, weil ich so viele habe. Meine, guck mal. Die Straßen, die sind, ja. Sind zum Großteil alle von mir, die ich gebaut habe. Die hinten hin, ja. Zum Teil, alle von mir. Alles meine Straße, alles Angebot. Von den Ressourcen meistens alleine, ja? So, das ist die Stadt. Denkst du, ja, dann können wir das doch jetzt eigentlich hier auch dann mal so. Weiß ich nicht. Baut doch mal selber Straßen, weil du musst nicht so viel Abschnitte, wo man noch bauen kann, ne? Aber die wird nicht gebaut halt, ne? Wir haben auch nicht genug Ressourcen, um das ganze Spiel die Straßen zu bauen, überall halt, ne? Ich guck mal, zum Lys war es besser. Yep. Ach ja. Lorette ist wieder da. Hallo, Lorette. Wir haben nochmal Snacks gehabt. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. I don't know. Aber es waren so Chips aus Weizen, die waren echt nice, Alter. Die waren schön knusprig und dünn. Und die waren echt schon ganz geil. Ich hoffe, du machst durch den Rechner Ausgleich, ja. Hast du das also geschafft? Ja, weil das natürlich schaffe ich das. Aber also, ich was jetzt Zeit ist. Krass. Waha! Ach, danke, ne? War richtig so großer Aufwand auf jeden Fall gewesen. Ja, krank die ganzen Likes hier, ne? Boah, 78 hab ich bekommen. Ah, okay, sind auch fertig. Ah, okay. Oder vom Bot zu schicken. Dann würde ich sagen, machen wir nochmal Chicken und bei den Bots nochmal los, würde ich sagen, oder? Schnaufträger für Bots. Jo. Oh. Ja, das ist zu viel Schaden. Ist okay. Das ist aber noch besser halt, ne? So. Können wir irgendwie noch ein Fahrzeug bitte herstellen, please? Garage! Steht nichts mehr drinne von uns.
Das ist Stufe 2, das ich da drin verstehe. Warte, keine Sorgen. So, Ausrüstung. Her. Nein, ich möchte nicht in die Garage. Ja, dann muss ich am Flex gehen. Yeah. So, Fahrzeugwäsche bitte. Und zwar Langstrecke MK3. Oh, ich kann auch mal zum Erstellen. Das schon mal zum Erstellen. Es geht von der Ressource her, finde ich. Yep. So, jetzt bin ich da draußen wieder. Jetzt kann ich nochmal nochmal da hingehen, Terminal. Dann gehe ich nochmal da rein. Garage natürlich. Garage. Farbschema ändern. Wäre das Chiralium farbige. Also ja, sieht cool aus. Cool. Überspringen das. GGC gedrückt. Gehalten. In unseren Spind. Ich freue mich darauf, dass wir in unserem Spind drin sind. In unserem Spind vor allem. In unserem Quartier, I guess. Or something else. Bitte. Da ist noch eine Figur dazugekommen, habe ich das Gefühl, oder? Das ist noch eine Figur. Ja, Sam ist okay, ne? Ich liebe eine Albtraum. Nee. Die Schlacht will ich nicht mal erleben. Das ist alles gut, ja. So geil wie heute für die Schlacht. Ah! Er muss auf Klo gehen. War es gar nichts zum Dingsen gewesen? Duschen vielleicht? Bin doch noch, der haben noch GD-Kontakt gehabt. Die müssen doch eigentlich jetzt was kriegen, oder nicht? Sechs Stück haben wir bekommen. Nice. Unser Bibi nochmal sehen. Bibi, wie geht's dir? Mal gucken. Was ist das Placement ausgelaufen oder so? Warum steht jetzt einfach nur noch Bier da? I mean, finde ich auch besser so, ne? Aber es war irgendwie super weird. Bibi? Alla, what? Einfach Gabe gewesen, ja? Verrückt. Bibi, jetzt ist. Bibi ist. Komm mal, Bibi, können wir kurz. Bibi, alles gut? Bibi, ne? Kleiner Fratz, ja? Wie geht's dir? Ja! Du musst ein Herzchen Luftblasen. Nein, ein Herzchen! Ich hab ein Herzchen bekommen von meinem Baby. Das mag mir nicht. Sad. Ausrüstung ist egal. Rucksack anpassen. Oh, Rucksack kann man anpassen. Guck mal, vielleicht gibt's noch was neue Akkus oder so. Noch größere. Sturzakku. Windmühle. Oh, ja, nice, ne? Ja. Große. Granatentasche, Feuerradtasche. Die Akkus sind schon nicht schlecht. Farbschema. Mhm.
verworfen, Kacke. Weil kann ich mal Anzug in Chirayum einfärben? Farbschirm ändern. Da steht Farbschirm ändern, ihr kleinen. Ne? Ich sehe aber nichts mit fucking Farbschirm ändern hier, ne? Bei euch, also. Das ist eine fucking Lüge. Nee. Die möchte ich nicht sehen. Farbschema ändern. Ändern. Was mache ich hier? Kosmetische Sachen anpassen. Verpiss. Ich will eure kosmetischen Anpassungen. Ich sehe scheiße aus, die Maske und die Brille. Und die Mütze erst. Ne? Die eine Maske sieht am hässlichsten aus, oder ein Carbon. Ich so. So, die Realium-Rucksack würde ich sagen: okay, ja, kann man machen, ne? Farbschema anpassen. Ja. Why not? Das war was anderes, bisschen crazy und so, ja. Aber der Anzug, nee, muss nicht sein, ja. So, guck mal. Jetzt speichern wir einfach im Stream ab, damit jetzt alle sehen, so hat der im gespeichert, ja. System. Speichern. Speichern abgeschlossen. Okay. Davies and Boys and Girls, ja. War ein wunderschöner neuer Livestream heute, muss ich sagen. Wir haben wieder gestreamt, 2,5 Stunden. Ist ein guter Mittwochstream, würde ich sagen. Wir sehen uns wieder am Sonntag erst wieder. Freitag und Samstag fällt er aus, weil ich nicht da bin. Also am Sonntag wieder zu einem wunderbaren neuen Livestream mit World of Warcraft wahrscheinlich. Ich habe bloß eine Haut am Finger, die ist weird. Dann würde ich sagen, wunderschönen Abend. Träumt was Schönes. Und ich freue mich, wenn wir uns am Sonntag wiedersehen. Zum neuen Spiel, was wir antesten. Wahrscheinlich nicht lange spielen, weil ich weiß nicht, wie weh. Ich habe gesagt, ich spiele jetzt mal, aber ich glaube nicht, dass das mein Spiel sein wird. So, vom Zugucken her finde ich schon echt boring und super complicated. Wir werden es sehen, wir gucken uns das an. Wir spielen es ein, Stream wird auch länger. Mal gucken, vielleicht wird der größte WoW-Fan. I don't know, werden wir rauskriegen, würde ich sagen. Ich glaube, bis dann, wunderschönen Abend. Tschüssi, träumt schön, schlaf was Gutes. Schlaf was Gutes ist gut, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.